So, hallo und herzlich willkommen zu dem Brownie Zelda Stream. Ich mache noch eben Sanku, schalte ich noch eben hinzu. So, Sanku. Hallo. Hi. Ja, ich muss euch auch noch hinzuschalten. Warte, über Gut. dich. Da, So, so, der zack. Sanku ist jetzt hinzugeschaltet, der ist jetzt oben in der Live-Übertragung zu sehen. Ja, du auch bei mir. Und hi, Recker Ali und Tot X2. Ich habe gerade gesehen, mir geht's ganz gut oder besser als eben. Ich habe mir gerade die Nase geputzt und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Haha. Dein Stream lädt bei mir nicht. Moment. Jetzt. Ich bin aber live. Naja, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Und bei mir steht gerade, ich Hi. habe 9 FPS. Das stimmt ja wohl nicht, Hi, oder? San Goku, ich hab 60. Liegt bestimmt am Windows-Update. Musst du ganz kurz warten. Geht wieder hoch. Geht wieder hoch. Ja, Oh, ich bin jetzt ist hier. es. Ich bin total überbelichtet in meinem Stream. Aber besser Ja. als unterbelichtet. Ich So. habe gerade irgendwie das Gefühl, dass das alles eine Sekunde verzögert ist bei mir. Du meinst, meins ist verzögert? Nee, die Elgato zum Spiel. Also, warte, es ist halt, wenn ich B drücke, dann. Warte, spring doch mal jetzt, Link. Nee, spring mal hier. Die springen halt nicht zeitgleich, das ist gerade nicht richtig. Moment. Mal neu starten, die Elgato. Zack. So. Was muss ich hier Ja, machen? so. So sollte es gehen. Oh, ich bin genau in der Karte drin, aber die Karte brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Ich verstehe So, immer und noch stecken wir nicht, mal das Master Sword rein hier. Was verstehst du nicht? wie das mit den Amiibos funktioniert. Ne, du brauchst natürlich erstmal Amiibos, um Amiibos zu benutzen. Ach Und hi Michael, so. hi Sinan. Bei mir ist keiner, toll. Doch! Hi, Drifted! Schön, dass du da bist. Den Stream eben hast du ja irgendwie verpasst, Warte. leider. Bin ich sehr Danke, enttäuscht. Gummer. Sehr enttäuscht. Mache auch schon ein bisschen länger Thumbnails wahrscheinlich als Ali und Todix2 und Brownie. Ja, ich mache jetzt demnächst auch so eine Thumbnails, wie der Sanku hat. Weil So. wir beklauen uns gegenseitig. Das ist unser Stil. Genau. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Ist nicht. So, ich glaube, warte Ey, mal. der will mich trollen. Scheiße. Mich glaube ich gesehen. Ne, die tanzen los. Wo ist denn der Sensor bei dem Pro-Controller? Oben, oder? Bei der Nee. Plus-Taste. Nee, das ist auf dem Stick, glaube ich. Auf dem einen. Auf dem Stick. Dem Stick. Das ist schon ein bisschen komisch. Und hi Joll, HD und Phaeton und Meli und Recke Huch, ich Ali. muss erstmal das Spiel wieder lernen. Hab das so lange nicht mehr gespielt. Wieso bist du eigentlich nackt? Naja, wenn man nackt ist hier. Jetzt hat irgendwas gerade. Brownie musste ernste Sachen klären. Und das war nicht so wirklich schön. Ja, hab ich So. gelesen. Drifted, aber ich hab's nicht ganz verstanden. Aber wenn ihr gesagt habt, ihr habt's geklärt, dann vertraue ich euch da Okay, Gumba. und genau. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Probleme habt, könnt ihr natürlich auch gerne mit mir reden. So. So, ich hab einen Wolf. Hier ist übrigens der Wolf, von dem Du immer alle reden. hast diesen Link-Amiibo mit dem Wolf, also Ja, wo guck mitten auch mal. drauf sitzt. Ja, guck Warum, mal. woher hast du den? Ja, hab ich mir ercheatet. Wie, du hast dir den Ja, ich ercheatet? bin noch ein Cheater und so, kennst du doch. So. Ja, ich bringe dir einfach mal mit und dann kannst du dir reinballern. Aber nur solange ich bei dir bin, dann nehme ich ihn wieder Naja. mit. Okay. Ja, ich habe ihn Aber tatsächlich selber aber noch nie benutzt. Sobald du dich irgendwo hin teleportierst, ist er wieder weg. okay, na, er muss neu rufen oder was? Ja, aber das mache ich nicht. Ist mir zu Also aufwendig. sprich, da ist es so, wenn du den Wolf hast, darfst du nicht dich teleportieren. Genau. Aber ich habe ihn, wie gesagt, noch nie benutzt. Also jetzt ist er schon weg. So, egal. Ja, klar, aber eigentlich haben meistens die anderen Probleme deswegen. Ja. Was? Jetzt habe ich schon wieder nicht gecheckt, worum es geht. Verdammt, ich habe keine Pfeile, ne? Das ist voll doof. Ohne Pfeile ist das Ganze hier natürlich richtig Genau, schwierig. Leute, nicht so fies sein. Nicht so fies sein. Der Sanku spielt da oben übrigens gerade die Anfängermission. Ich hoffe, die schafft er. Ist immerhin Anfänger. Und Sanku, weiß ich nicht. Sanku ist, glaube ich, besser als Anfänger. Das war jetzt ein Lob, Sanku. Ja, ich weiß, das heißt, ich darf jetzt nicht sterben, Du oder kannst was? damit nicht umgehen, ich weiß. Nee.
Wenn du mich lobst, dann sterbe ich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ich glaube, der sieht mich nicht. Okay, da brennt es jetzt erstmal. Du nutzen wir das. Gugo. So. Jetzt gehen wir mal. Wir machen so lange Schrein-Quests übrigens. Beziehungsweise Schreine. Hat mich gesehen. Dreck. Solange der Sanku da nicht klarkommt. Du hast übrigens null Zuschauer. Das stimmt doch alles ja nicht. Und Sanko, du kannst mir gerne Schriftarten geben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie viele Zuschauer hast du eigentlich jetzt in echt, wenn man das da ignoriert, was da steht? Drei steht bei mir. Und da steht nämlich null. Ich sehe das auch. Warte. So. Oder ist noch einer? Übrigens, schön, dass du da bist. Driffit. Hab dich vorhin schon vermisst. Oh, wie war Waffe wechseln? Scheiße, wie war Waffe wechseln? Pfeil nach rechts, linke. Ups, ich hab mich selber weggebombt. Beziehungsweise, stimmt. Du kannst es auch Plus drücken. Nee, ich hab mich jetzt gerade selber weggebombt. So. Das war natürlich richtig blöd. Oh, du bist erst Welt 1, ne? Das wird ja noch richtig. Nee, das ist schon Welt 2. Ich glaube, das geht bis 19, aber da kommt Zwischenwelten, wo du dich regenerieren kannst. Keine Sorge. Mhm. Problem ist, du darfst selber, du darfst nicht sterben. Ich hab mich gerade richtig krass selber weggebombt, ne? Indem ich, Okay, Faden, bis später. Indem ich erstmal genau neben mir die Bombe gezündet habe. Das war natürlich richtig bekloppt. Sollte man eigentlich nicht machen. Ah, du hast schon jetzt keine Leben mehr. Nö, ich hab noch die Hälfte. Auf fortgeschritten ist es richtig krass, ey. Da stirbt man schon Level 2, 3. Ja, hab ich gesehen. Da musst du nur von einem Bombenfall getroffen werden. Das ist irgendwie total unfair. Mhm, ich glaube, das ist das schwierigste Level tatsächlich. Danach wird's einfach. Okay. Also, sag ich jetzt einfach mal. Hi, Bassett. Was ist euer Lieblings-Zelda? Also ich finde eigentlich sogar das hier momentan eigentlich am besten. Ich benutze Paint.net oder Paint.net. Ja, ich auch. Sanko, ich würde gerne gegen dich mal ein Zelda Breath of the Wild Speedrun Stream machen, wenn ich dann meine Capture Card habe. Also in ein, zwei Wochen. Wer schreibt das? Aber ist ja nur eine Gumba. Vorstellung. Warte mal, ich glaube hier sind nur Schleimis. Bäm. Ah, hier sind auch noch Feuerslimies. So. Okay. Genau, pro Level, was Sanko macht, mache ich wahrscheinlich einen Schrein. Na, wahrscheinlich weniger. So schnell bin ich nicht. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. So. Twilight Princess ist auch... Ja, stimmt, das war auch ziemlich nice. Man muss sich halt echt gewöhnen an dieses neue Zelda. Ja. Also am Anfang bin ich nicht reingekommen, da fand ich es dann irgendwie ein bisschen doof, war ein bisschen enttäuschend, aber als ich mich dran an diese Open World gewöhnt habe, fand ich es ziemlich geil. Oder finde es immer noch ziemlich geil. So, ich glaube, hier war irgendwo noch eine Kiste. Ja, klar. Die haben mir, glaube ich, gesagt. Totix 2, gerne. Gerne können wir das mal tun. Okay, wie komme ich jetzt? Ist die vielleicht manganetisch? Manganetisch? Manganetisch. Nee, manganetisch. Die ist nicht der manganetisch. Brownie ist nicht reingekommen. Wo bin ich nicht reingekommen, Pavi? Natürlich keine Feuerfeuer. Habe ich irgendwas verpasst? Scheiße. Mann, ich will die Kiste haben, aber hab jetzt kein. Du kannst hier kein Feuer mehr machen, ey. Shit, ey. So. Scheiße. Mann, scheiße. Ich bin schon mehr Spider-Man hier. Irgendwie checke ich heute nur die Hälfte. Aber ich war ja auch 2 Tage offline. Ich habe, glaube ich, viel verpasst. Ich muss noch viel nachholen bei euch. So, ist die nur magnetisch? Nee, die ist nicht magnetisch. Dann werfen wir eine Bombe rüber. So. Ich selber habe gesagt, ich bin nicht reingekommen. Okay. So, los geht's. Ach so, man musste erstmal reinkommen. Ah ja, ich verstehe. In dem Kontext. Du hast es völlig zerrissen, Pavi. Ich hab Durst. Nur was trinken. Er hat nichts gesagt, damit du sie löschen musst.
Spider Princess. Okay, Spider Sanko, ja genau. Spider Sanko ist on the tour again. Wow! Alter, das kam jetzt unerwartet. So, ich brauche irgendwie Bälle. Ist der Spielsound eigentlich zu leise für euch? Also ich finde den sehr angenehm. Beziehungsweise eigentlich fast schon auch zu leise. Ich habe ihn ganz laut geballert. Der ist so laut wie du. Scheiße, jetzt haben die mich alle gesehen. Warte mal, ich will das anders machen. Nein. Ach, mit mir willst du nur streamen, wenn Sanko keine Zeit hat, Totix 2. Okay. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Oder habt ihr Bombenpfeile oder sowas? Boom! Yes. Das war's schon? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, das war ganz schön. Ich mache hier ganz schön viele Suizidattacken gerade. Aber ich habe noch genug hier, noch Leben. Der Ball muss in langsam auf das Loch. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. So, immer. Boah. Ach ja, übrigens, ich bin bei dir total übersteuert. Mach das mal leiser. Bist du? Ja. Pavi, ich streame übrigens gerade parallel. Also wenn du spielt Fußball. Wenn du die Möglichkeit hast, uns beide anzuschauen, würde ich dich bei bitten. Bei mir bist du aber nicht übersteuert. Also auf meiner Anzeige bist du nicht übersteuert. Also auf den letzten Streams war ich immer total übersteuert bei dir. Ich kann nicht gern. Oh, warte. Ich muss erst noch den einen da schnell besiegen. Und so, genau, Pavi, also wenn du die Möglichkeit hast, beide Streams aufzumachen, kannst du das gerne tun. Würde mich auf jeden Fall. So, jetzt bist du auf 60%. Unterstützen. Hier, warte, warte. So. Und noch eine Kleine. Für den Rest gilt das Gleiche. Brownie. Das meinte ich nicht. Ich habe nicht ich die meinte, sorry. Ich möchte drei sind vielleicht etwas Klasse chaotisch. Mit Freunde bei Minecraft gehen und Tappy mir wissen. Viel Spaß damit. Aber nee, ich glaube. Ach so. Ach so, Totix 2. Oh doch, die gehen auch kaputt. Oh, ist sogar ein Pfeilbündel drin. Nice. Okay. Hoch. Ah, aua, mein Kopf. Ja, der hat's verdient. Mein Kopf? Immer. Boah, bist du gemein. Ich habe Breath of the Wild schon dreimal durchgespielt. Und 215 Spielstunden oder mehr. Ich habe gerade mal 50 oder so. Ich habe richtig wenig. Okay. Ich wahrscheinlich auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe am meisten irgendwie Minecraft gespielt. Sanko, ich gar mag nicht. Breath of the Wild so halb. Ich finde das langweilig manchmal. Okay. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ach ja, Driffy. Da du Ali magst, kann ich dich auch nicht nice, leiden. Sangoku, was ist mit dir los? Was ich muss mal gerade gucken, wie lange ich schon Sangoku Zelda los. Spiele. Steht denn das? Steht das hier noch irgendwo? Jo, der Sanko, der spielt schon gar 70, nicht. 70 Stunden habe ich schon gespielt. Ja. Und die Zeit läuft und du spielst gerade gar nicht. Voll der Cheater. Ich habe nur geguckt, wie lange ich schon. Das Boah, Spiel du hast spiele. Lost Sphere gekauft? Was ist das? RPG. Hä? Aber habe ich nicht gekauft. Nur eine Demo. Wie, es gibt eine Demo da? Aber in einem anderen Store wahrscheinlich, ne? Ja, Japan Store. Oh, wieder japanisch. Ich hätte ja ganz gern Monster Hunter, aber die erlauben mir das nicht zu kaufen, weil ich ja Europäer bin. Voll die Rassisten. Die erlauben dir das nicht, Monster Hunter zu kaufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also auf Japanisch möchte ich es nicht spielen. Ich hoffe, dass das irgendwann auf Deutsch halt rauskommt. Ja, hoffe ich auch, weil es gibt ja eine deutsche Version. Also es gibt ja schon, die müssen ja gar nichts machen. Die müssen einfach nur die Übersetzung vom DS rüber kopieren. Ja, müssen sie. Komisch, dass aber, du mich auch Triffy nennst. Aber machen sie bestimmt nicht. Esse gerade Schnitzel, mega geil, okay. Oh, da ist der zweite, scheiße. Guten Appetit, Jonas, mit deinem Schnitzel. Ah, fuck, ey. Und ja, ich freue mich schon. In einer Woche geht's zu McDonald's. Weißt du schon davon? Wer? Du. Wieso, was gibt's bei McDonald's? Ab den 1. November oder 2. November gibt es Mario-Spielzeug bei McDonald's. Schon wieder? Ja. Pünktlich zu Mario Odyssey. Ach so. Also was heißt pünktlich? Eine Woche zu spät, aber...
Also so Sammelfiguren, glaube ich, sind das. Sanko, bist zu leise. Ich bin zu leise. Okay, wenn das so ist, Aber mach ich Brownie, mich hast meine lange lauter. Nachricht von, glaube So. nicht gelesen vorhin. Driffith, ich glaube, ich habe sie tatsächlich nicht gelesen, So, jetzt müsste ich weil lauter sein, oder? ich habe leider nichts verstanden. Ich habe nur so ein bisschen Einzeller was überflogen. 2000. Manches habe ich gelesen, aber ich glaube, vieles war auch schon gelöscht. Also tatsächlich, also wenn irgendwas sein sollte, dann schreib es mir lieber nochmal, um sicherzustellen, dass ich es dann gelesen habe. Weil ich kann es dir nicht versprechen, dass ich das gelesen habe und Warum zieht denn der war so keine krass nach Absicht. links? Ich mach gar nichts hier, gucke. Warte, gerade? Nee, jetzt macht er nichts. Ey, Ist so. sein Brain kaputt, ey. Also lieber was zweimal schreiben, als irgendwie, dass ich es dann überlesen habe und dann vielleicht jemand auf mich böse ist. Sag mal, ey, da, bei so einem Scheiß kannst du doch nicht zielen. Nee, da nach links zieht Nein, hier. aua! Weiter, Sanku. Welche Welt bist du? Ebene 5, glaube ich, aber jetzt zieht gerade. Oh, Bastet! Willkommen im Stream und viel Spaß auf meinem Kanal. Oder auch andersrum. Ey, wie soll ich den denn halten? Was soll denn das jetzt hier? Ich glaube, der Bassett kam gerade von mir. Zumindest hat er eben noch bei mir geschrieben. Okay. So, der brennt noch. Der brennt noch. Hab dafür keine Nerven. Welches, also Brownie, Oh, welches Spiel falsch. würdest du mit mir Scheiße. eigentlich mal streamen? Wenn du natürlich willst. Wegen dich auf keinen Fall. Das können wir von mir aus spontan entscheiden. Also ich will mich da Nein! eigentlich nicht festlegen. Ich bin gestorben, weil ich zu pro war. Ich Was wollte zu machst du pro denn sein. da? Sterben. Was war denn daran pro? Du musst einfach nur in das Auge klettern, dann diese Fackel abschießen, dann sind alle tot. Fertig. Das ist eine Anfängerquest. Und es wird später noch schwer. Nee, ich war nur Und unvorsichtig. ganz Das zum war Schluss alles. kommt halt noch so ein Boss, ne? Wie heißen die Dinger? Diese. Kinox. Ja, genau. Den Ach, musst die du sind dann auch easy. noch. Und dann geht irgendwie das Licht aus und du siehst aber nichts. Kannst du mich bitte grüßen? Na klar, Sinan, warum nicht? Was, Happy Birthday? Boah, was? Der Bassett hat gewechselt. Hat es dir bei mir nicht gefallen, Bassett? Jetzt bin ich hier wieder vor dem Dings, Oder ey. was war der Grund für den Wechsel? Jetzt bin ich hier wieder vom Dings. Ich So, würde die mich natürlich über ein Freundschaftsanfrage. Abo genauso freuen. Ich bin nämlich noch am Aufbau. Der Sanko hat doppelt so viele Abos. So. Muss ich hier rein? Nee, da komme ich gerade raus. Haha. Dann gehe ich hier rein, Achso, aber bitte nicht grüßen. Achso. ich glaube. Bitte nicht grüßen und du grüßt ihn. Sehr gut. Ja. Hi Zelda So 2000. macht man das doch, oder nicht? Okay, auf ein neues. Brownie, auf ein neues. Ich habe auf Discord eine Nachricht bekommen. Ah, okay. So. Was für eine lange Nachricht meinst du eigentlich, Driffit? Na klar, Parvisan, jeder liebt dich. Driffit, ich weiß echt nicht, welche lange Nachricht du meinst. Sorry. So, stecken wir das Master Sword wieder Ah, rein. ich wollte Sanko abonnieren und den Switch-Freundescode wissen. Ah, okay. Ich hoffe, du hast mich auch schon abonniert. Aber da bin ich mir ziemlich Mal sicher, schauen. dass du Weiß ich das noch nicht. getan hast. So, auf ein neues Brownie, auf ein neues, auf ein neues. So, dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen und nicht so einen Scheiß Oh, du bist ja abliefern wieder Level 1, gerade. ne? Na, was da, was Das denn? Amateur. Also die Prüfung. Ich habe Sanko abonniert. Ah, okay. Siehst du, meine Leute abonnieren dich alle. Also Sind ja auch lieb. du bekommst sehr viel Support von meinen Zuschauern. Natürlich. Bin ja auch lieb. Ja. Manchmal. Wieso? Ich bin immer lieb. Ich habe noch nie was Böses gemacht. Ja, doch. Siehst du, Recke Ali sagt, ich schaff das. Oh, Oh. was? Er hat mich gestern angeschrieben, dass ich geweint. Ach, er hat mich gestern angeschrien, dass ich geweint habe. Wer hat dich angeschrieben, Meli? Ach, dein Chef. Ach ja, stimmt ja. Ich erinnere mich, das habe ich auch mitbekommen.
Sie wurde von ihrem Chef angeschrien. Das ist natürlich echt nicht so toll. Nee, ist es auch nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen, um den Ball da rein zu ballern? Mich auch mit, nehme ich mit. Jetzt geht's los. Lügen darf man nicht sagen. Ach ja, im letzten Stardew Valley Stream habe ich dich abonniert. Ah, vielen Dank, Bassett. Ich erinnere mich. Stimmt. So, jetzt ist die Frage, was ich jetzt machen muss. Nein. So, ich muss die Kugel irgendwie nach oben ballern, aber ich weiß nicht wie. So. Ach, ich kann sie einfach nehmen. Oh, ich bin so doof. Du kannst dir einfach nehmen. Ja, man kann einfach die Kugel nehmen. Du kannst einfach die Kugel nehmen und dir sozusagen etwas geben. Frage ist nur, was ich hier mitmachen soll. Mist. Ich weiß Nein! es noch nicht. Oh, jetzt hat er mich von hinten geschlagen, der. Oh, Driftwood, das ist ziemlich radikal, was du tun willst oder würdest. Diesmal ist das hier aber was anderes, ne? Hä? Jetzt komme ich da oben Das war gar nicht mehr easy. rauf. So ein der Scheiß. Das war easy. Zu easy. Warum? Jetzt komme ich da nicht mehr rauf auf die Plattform. Hä? Wieder Oder mich? doch, hier ist doch irgendwo ein Baum. Ah, ne, hier muss ich die Leiter kaputt machen. Und hier oben kann nichts machen. Ich habe noch keine Pfeile, das ist natürlich Verdammt. ärgerlich. So, oha. So. Jetzt checke ich das Problem. Scheiße, jetzt ist das nicht untergekommen hier. Da oben muss ich hinschießen. So, und peng! So, eins sollte lose sein. Wo ist ein zweiter Pfeil? Da. Hä? So. Was muss ich? Wie kann ich denn dieses Ding hier anhalten? Gar nicht, weil du doof bist. Oh, ich befürchte, es geht wirklich nicht. Nein! Oh. Ihr habt eine Bombe! So, die sind down. Aber was mache ich mit der Kiste? Die brauche ich doch gar nicht. Nicht? So. Zack. Meine Oh. Güte, ganz einfach. Sanko, ich habe die dritte Prüfung von dem DLC geschafft. Hat die ganze Nacht gedauert und ich hatte am nächsten Tag noch Schule. Da macht Ah, man ja nicht mitten in der Nacht. das ist mies. Mies. Also ich würde sowas nicht mitten in der Nacht machen, hätte ich voll mal keinen Bock drauf. So, jetzt müssen wir gucken, wann wir den Ball zum Rollen bringen müssen. Mal, ist da oben vielleicht noch was? Hab ich jetzt noch ein Wir Reiseschwert? testen das mal, wenn das Ding. Okay, jetzt. Oh, falsche Taste. So, wenn die Plattform hinten an der Die Wand Items sind ist. weg. Oh shit. Also noch Items. Okay, so, nochmal. Wenn das Item hinten an der Wand ist, lassen wir die Kugel rollen und gucken mal, was passiert. Na, es passiert, dass nichts passiert. Bei welchem Okay, Dungeon bist denn okay, du? Sag okay. mal gucken. Es war falsch. Es war falsch. Es war Ebene 3, falsch. Ebene 3. Ebenen Oh. 3. Ebene 3. Oh, ei, Hi 4 und hi, herzlich willkommen, ei. Alex. So. Ich auch, mir Nein. geht's richtig scheiße. Oh, Driftwood. Gute Besserung von mir. Mir ging's So, gestern übrigens auch voll kommt mal kacke. her hier. Kommt mal her jetzt, wir klären. Ach so. So. Jetzt Peng. habe ich gecheckt, wofür Zack. dieses Ding da ist. Dieses Upsala. Ding, Schlingeling. Schlingeling, dein Upsi. Ding. So, Bumerang. Ich muss ihn hier hinstellen. Aber So, es bleibt du. natürlich nicht stehen. Nee, Ah. niemals. Niemals nicht. Weil du es bist. Ja, das ist. So, der Alex, der 4, der ist jetzt zum Russen geworden, oder was? Wobei. Liebe Genossen und Genossinnen, schön, dass wir auch wieder mal eingeschaltet haben.
Wir freuen uns jedes Mal, dass ihr hier seid. Was? Ja, so ungefähr, ne? Ich Oder sag, nee, ich ist sag, doch der Russe, ne? ich sagte Russe, nicht, Ja, die sagen doch auch Genossen. Naja, die sagen aber nicht, die sprechen nicht Deutsch. Stimmt auch wieder. Ah, scheiße, das ist eine zweite Kiste. Na gut. Die Kugel muss in das Loch, schreibt die Meli. So, der Driffit ist auch ein Russe geworden. Okay, das richtige Timing. Ich hab's jetzt raus, Meli. Jetzt haben wir's. Und zack, bam. Und jetzt müssen wir schnell rennen. Bam, wir haben's. Ah, scheiß auf die Kiste. Nein, oh, ich wollte schon sagen, jetzt habe ich die Kiste da in den Weg gestellt. Ist, kannst du, dass mein Chat irgendwie offline ist? Nee, doch nicht. Okay, schreibt bloß keiner was. Und da geht's nach oben. Ah, siehst du, jetzt habe ich vergessen, deinen Chat bei mir zu öffnen, obwohl der schon auf ist hier. Oh, zack. Das ist aber, bin ich enttäuscht. Hättest du jetzt mal echt Bock oder so einen Stream mit mir zu machen? Musst du natürlich nicht. Ja, kommt immer drauf an, was man macht, ne? Bäm, da haben wir. Das Ziel erreicht. Der Driffit und der Vier sind Russen. Ja? Alex. Ich dachte mal, Vier wären Türke, so. Wenn man so oft zur Türkei fährt. Echt? Gesundheit. So. Wir haben noch ein Schrein erledigt und der Sanko ist welches Level? Immer noch drei? Vier. Oh, nee, vier. Gerade angefangen, ja. Ich schleiche mich jetzt gerade hier hoch. Jetzt bin ich da, konnte doch nicht kommen. Was? Wie, bitte? So. Und willkommen zurück, Vani. Nee. Die Axt. X und Hide. Schreibt die Vani zu dem Sanku. Was? Hi. Nein, nicht hi. Nicht hi? Nein. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Dieser Moment, wenn du jemandem Dankeschön, was versprichst Rani. Und das nicht halten kannst. Oh. Ei, hi, Zelda 2000. Wer verspricht denn und wer hält nicht? Weiß nicht. Du? Nicht so gut, ne? Nee, ich verspreche nichts. Ich? Ich habe aufgehört, irgendwas zu versprechen. Weil du es eh nie gehalten hast. Na, blauer von hinten. Oh, wo ist eigentlich deine Freundin? Ach, die ist da, wir bei ihrem Freund da. Bei ihrem Freund? Ich dachte, na, du bei bist ihr Freund. Bei diesem Freund. Ach, bei diesem Freund. Ach, nein, dieser Freund. Ach so. Ja. Dieser Freund. Hat er mich getroffen. Sangung Guide. Alles klar. Nein, Dreck. Das hat er mich schon zweimal getroffen. Warum wolltest du vorhin, dass ich in den Stream komme? Sie hat mehrere? Was? Ach ja, so schön. Wieso muss ich nur einen Stimmfetisch haben? Okay. Na, die Vani hat einen Stimmfetisch. Ah, jeder hat irgendeinen Fetisch. Also, schäm dich nicht. Dein Fetisch ist harmlos. Da gibt's ganz andere Dinge. Ja, was ist denn dein Fetisch, Brownie? Ich habe keinen Fetisch, oder? Habe ich einen Fetisch? Bestimmt hast du einen Fetisch. Oh, muss ich mal überlegen. Was hast du denn für einen Fetisch? Hübsche Ärsche. Ja, komm. Das ist kein Fetisch. Nein, nicht? Nein. Kleine Brüste? Nee, das ist auch kein Fetisch. Wie kleine Brüste? Nicht, oder was? Frauni mag 16-jährige Mädchen, sagt Fabian. Alles klar. So, ich lass die Bombe rollen. Lässt du? Ach so, guck mal. Boah, das ist ja richtig doof. Das ist ja... Das ist wieder so eine Zwei-Bomb-Aktion. Zwei-Bomb-Aktion? Mayonnaise. Mayonnaise ist auch ein Fetisch. Eindeutig. Vier. Ja, ja, ich mag Mayonnaise. Mayonnaise das ist sind voll die, das sind die schlimmsten. Die Mayonnaise... Mayonnaise-Fetisch? Sanko 50 mag kleine Möpse. Yep. Richtig erkannt. Ist der denn schlimm? Mist, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Ich hier kochen? Ich, Idiot. Was, Gummer meint, er wüsste, was ich für einen Fetisch habe? Was denn? Wiss ich gar nicht. Na, kleine Möpse.
So. Einer müsste hier noch rum. Huch, einer müsste hier noch rumgammeln. Einer müsste rumgammeln. Uah, shit. Und zwar der Sanko. Ja. Bäm! Wie alle hier Stardew Valley starten. Meine Friendlist. Ja, Stardew Valley ist ein richtig geiles Spiel für relativ wenig Geld. Ja, das musst du jetzt jeden Samstag, musst du das streamen. Ach, weil Samstag Stardew Valley Tag ist. Ja, Stardew Valley Samstag. Ja, jetzt habt ihr mir jeden Tag voll geballert, jetzt ist mein, besteht mein Leben nur noch aus Stream. Danke. So, da oben ist auch noch einer, ne? Achtung, kleine Überraschung von mir. Hä? Was meint Bassett? Oh. Ich weiß nicht. Du kannst zu allen einen Fetisch haben, wenn es dich anmacht. Ja, das stimmt. Brauni mag Frauen mit schwarzen Zähnen, sagt Sinan. Hä? Was ist denn so schlimm, wenn Sanko kleine Hunde mag? Ja, genau, eben. Verstehe ja, ich auch nicht, warum Brauni ja, da so ein Heckmeck draus macht. Nee, alles nur nicht Möpse, Leute. Weißt du, Möpse sind gar nicht süß. Nee, aber die schniefen doch so komisch. Das ist doch voll niedlich. Ja, weil sie krank sind und Schmerzen haben. Was? Die haben keine Schmerzen. Wo doch, du denn? Die haben Schmerzen. Die Nase ist platt. Das ist so gezüchtet, dass die haben ja keine Schmerzen. Das ist, Die haben keine Schmerzen. Ja, aber die haben Entzündungen zwischen den Falten. Das kann ich nicht schreiben, sonst Insta blockt das Ding. Sag ich dir auf Discord. Stardew Valley kostet, glaube ich, 15 oder 20. Okay. Ich weiß es nicht. Was kann wer nicht schreiben? Hä? Was will denn Goomba schreiben? Ja, wahrscheinlich irgendwas versaut. Ach, mit Fetisch. Ja. Recker Ali, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht und einen schönen Freitag. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Freitag, Nachmittag, hoch die Hände, Wochenende. Also, das Wochenende rückt näher. Vielleicht mache ich irgendwie ein Special, je nachdem, wie es mir geht, gesundheitlich. Oh. In Form eines längeren Streams. Bassett, Dr. Who, ich habe dich mit meinem Zweitkanal abonniert. Wow, vielen Dank, habe ich aber nicht bemerkt. Eventuell hast du Abos versteckt gemacht. Ah, Stardew Valley kostet sogar nur 12 Euro. Oh scheiße, die Blauen hätten mich beinahe und, gesehen. Und, Sanku, nächstes Jahr kommt ein Multiplayer-Patch für Stardew Valley. Dann kann man das zusammenspielen. Okay. Soll ich mir das dann holen, oder was? Also, dann? Wenn du bis dahin das Spiel nicht hast, dann ja. Also, okay. Ich denke mal, irgendwann wird es noch eine Rabattaktion geben. Also, wenn du noch warten kannst, dann würde ich warten. Hm. Spätestens irgendwie an den Black Friday-Tag oder so. Das ist bestimmt dann alles rabattiert. Aber es lohnt sich auch für 12 Euro, kein Ding, das ist super. Erster Vlog von Brauni, das wäre ein Traum. Nee, ich bin tatsächlich noch nicht bereit für Vlogs. Also, da habe ich irgendwie qualitativ hochwertige Ansprüche und die Qualität habe ich leider noch nicht. Okay. Um zu sagen, jetzt mache ich Vlogs. Hey Adelina On. Schön, dass du mal hier bist. Oh, Adelina One ist bei dir. Hi Adelina One. Schön, dass du bei Sanko mal bist. Nicht One, sondern nur On. Die ja, Cast On. Schön Adelina. Schön, dass du da bist. So, Punkt. So, aber die sterben hier nicht, ne? Oder? Doch, jetzt. Ja, diesmal sind sie gestorben. Diesmal Aua. Standen sie richtig. Davor haben die irgendwie gebackt hier. Vielen Dank für dein Abo. Zu Sanku. Was? Ich gehe rüber zu Sanku. Alles klar, Ada. Hi erstmal. Wer gehört zu Sanku? Nee, der hat geschrieben, er kommt einmal rüber zu mir. Ach, du bist und rüber. Adelina Wann, schön, dass du im Stream bist und viel Spaß auf meinem Kanal und im Stream. Ja, Minecraft kostet 30 Ocken. Ach, nee, ist Minecraft. Sie ist von der Cast On Army. Ah, das ist eine Waffe. Ist Minecraft irgendwie im Angebot oder warum schreibt Adar 20 Euro? Hm. Vielleicht. Oder die billigste Version, ne? Ah, was ist hier passiert? Hm? Ist hier noch irgendwas? Was ist hier los? So. Okay, weiter geht's. Was? Grün-blaue Augen? Ich bin auf der ewigen Quest, meine Freunde zu retten. Ach, PC kostet 20. PC kostet 20. Und du kannst es ja dann auch vom PC aus auch spielen bald, wenn der Patch endlich rauskommt. Ja, aber die sollen mal sowas rausbringen, wie mehr Spieler können mitspielen. Okay, ja, das wird nicht kommen, leider, habe ich gesehen. Okay, weil das ist 6 der Stein. Das Together-Update kam nämlich schon für alle Plattformen raus und die können alle trotzdem nur zu 8 spielen. Das ist richtig bekloppt. Hm.
Zack, zack, zack. So, antike Zahnräder sind eingesammelt. Okay. Hast du schon alle deine Module verbessert eigentlich? Weiß ich nicht. Nein, also. Plusmodule müssen es sein, ne? Genau. Wo sehe ich denn das? Ach hier. Plus, plus. Nee, Magnetmodul habe ich noch kein Plus. Und Nee, das geht nicht plus. Kryo-Modul auch kein Plus. Autsch. Ich habe nur Bomben plus und Stasis. Hallo? Ja. Hallo? Bomben plus und Stasis plus, sind es alle, die gibt? Ja, glaube schon. Nein, du kannst auch den Sensor verbessern, ne? Ach so. Ja, ich glaube ja. Oh, nächste Waffe down hier. Drawn Together ist eine nice Serie. Ah, das glaube ich Und dir. schon uralt. Schon Oh, bei dir uralt. ist heute irgendwie richtig viel los, wa? Ja, ein bisschen. Warum das denn? Weiß nicht. Ah! Ist bei mir heute nicht so erträglich, Leute. Weil ich hier runterfalle wahrscheinlich. Ah, ich glaube, bei dir ist es spannender, weil du halt einfach gerade diese Mission machst. Möglich. Und ich mache nur Rätsel. Möglich, möglich. Meinst du schaffst es noch, dass wir heute Fortgeschritt machen können? Ja, bestimmt. Also wenn es so weitergeht, bestimmt. Ich spiele immer noch Oh mit dem Mann. Pro-Controller. Und ich habe hier übrigens, Und ich habe hier übrigens, aua. ich habe hier übrigens auch eine Silikonhülle drum mit so Noppen. Es fässt sich einfach besser an als dieses Hartplastik. Scheiße. Okay. Der hat mich gerade irgendwie mächtig fertig gemacht. Ah, Medi und Driffit schauen mir zu. Vielen Dank, dass ich auch noch Zuschauer habe. Und gute Nacht, Adelina. Und guten Abend, Reggie-Waggy. Okay, das Und war Ada. ganz schön knapp hier. Ich habe vorhin etwas anderes übersetzt. Du Kommen wir hast aber ein später in gutes Discord. Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob ich später Zeit habe. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich Das habe weiß nicht, wie ich lange wir hier übrigens. Habe brauchen. ich übrigens auch im China-Shop bestellt. Ich glaube für 2 € oder sowas. Was hast du für Ja, einen gar China-Shop nicht. bestellt? Na hier, diese Silikonhülle, die ich auf meinem Achso. Dings habe. Mit den Noppen. Oh, ich muss mir erstmal jetzt schnell was reinpfeifen hier, glaube Vielleicht ich. bin ich ja ein Silikon-Fetischist. Nein, ich bin ich nicht. Oh, Ebene 7. Was denn das? Ich glaube, hier kann ich mich jetzt aufladen, ne? So. Helfe auch wegen den Schreien, wenn du willst, Brownie. Gerne, Meli, gerne. Koshin-Schild. Okay, hier gibt es ein neues Schild. Und ein voll Erstmal krasses abonnieren. Schwert. So. Ja, Also nach dem Stream ja wahrscheinlich schon Jonas, wie gesagt, im langsam. China-Shop gibt es sehr viele Sachen, die relativ günstig sind, aber dauern halt lange mit Versand, ne? Ups. Der Baum ist umgefallen. So. Oh, du hast alle, Meli. GZ erstmal an der Stelle. Okay, hier gibt's Wild und Das Geflügel. Fletches ist Justice. Okay, Wie kann man Silikon? kochen. Wieso? Silikon ist doch ganz gut. Was hast du gegen Silikon, Driffit? Naja, Silikon was? fühlt sich besser an als Hartplastik. Es ist halt Scheiße. weicher und wärmer und angenehmer einfach. Wenn man lange einen Controller in der Hand hält, ist es definitiv besser. Warten, keine Zeit dafür. Wenn du nämlich diese Plastikcontroller hast und dann immer irgendwie zu doll sie festhältst in der Hand, dann hast du irgendwann so Abdrücke auf deiner Hand. Oder so Okay. Hornhaut oder sowas, oder? Möglich? Na, wie ist das denn bei dir? Ich habe keine Hornhaut. Harnhaut? Danke Warte, dir, Dr. Who! erstmal schnell was gönnen hier, bitte. AKA Besselt. Ah. Dann lern mal fleißig weiter bei Prost. Brüsten, Mensch Brownie. Was? Was? Was ist mit Brüste? Habe ich irgendwas nicht verpasst? Wie kommst du denn jetzt von Silikon auf... Ach so, Silikonbrüste. Ja, okay. Das ist ja was ganz anderes. Mensch, Driffit. Dann habe ich gar nicht gedacht. Ich rede von Silikon-Controllern und nicht von Silikon-Brüsten. Ich, ach so. Danke, Wutkun. Geht nur bei Brownies und Sankos Stimme etwas schlecht. Hä? Hartplastik fühlt sich besser an. Nein. Ich weiß nicht. Finde ich nicht. Was ist mit China Shop? China Shop ist gut.
China-Shop. Du bezahlst nämlich überall nur die Hälfte für das Gleiche, was du hier in Deutschland kaufst, was ebenfalls nur aus China kommt. Ja? Du hast halt hier in Deutschland eine Garantie. Also genau, für teure Sachen würde ich natürlich immer den deutschen Shop bevorzugen. Wegen 2 Jahre Garantie. Aber sonst kann China-Shop völlig in Ordnung sein, wenn man die Hälfte spart. Okay. Wann die kann nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Ja, wahrscheinlich wegen den Oh. Silikonbrüsten. Ich Jetzt darf. geht's ab hier. Ja, wir dürfen dieses Wort nicht sagen, sonst wären wir noch gesperrt. Das geht ja hier Ach. ganz leicht auf YouTube. Sanko schenkt Brownie zum Bier der Silikonbrüste. Mach ich. Nein. Doch. Ich möchte keine Silikonbrüste. Hast du dir verdient? Wieso verdient? Die hast du dir verdient. Ich kaufe immer deutschen Shop, weil Qualität. Okay. Lache mich kaputt, schreibt die Meli. Lacht die schon wieder? Ja, dürfe die lachen. Die lachen uns aus, glaube ich, oder mich. Plastik in Boobies. Ja, genau. Ihr wollt lieber Plastik in Brüsten haben und da bevorzuge ich doch dann doch lieber die Silikonbrüste. Sanko ist mega pervers. Ja, das ist der. Warum? Was habe ich denn gemacht? Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Also, Silikon größer Plastik. Oh, jetzt ist mein Deckel zwischen die Beine gefallen. Okay. Ich muss auf Deckelsuche gehen. Scheiße. Oh nein, der hat mich gesehen, glaube ich. Nein! Okay, ich muss Nahkampf gehen. Oh, das wird wieder ein Kampf. So. Hä? Habe ich die schon. Nein! Bin ich doof? Habe ich das schon gemacht? Jetzt bin ich da wieder reingegangen. Ach Mensch, Konzentration. Oh, ich habe aber schon alle Schreine gemacht, die ich gefunden habe. Nein, doch nicht. Hier oben ist noch einer. Oha. Ja, Mensch. Oh wei, oh wei. Ich Jetzt habe habe voll Schiss, gegen die zu kämpfen. ich hier ins Mikro geschnieft, sorry. Also I. soundmäßig nur. Achso, okay, Ich dann bin 11. Ja, dann müssen wir sofort Scheiße, aufhören. oh. Wobei, genau, ich hab 12 das Spiel. Sofort aufhören zu reden. Und bald, denkt dran, bald ist es nach 10. Dann heißt es ab Genau, ins Bett. dann heißt wir ab ins Bett. Bedtime! Das ist so ein Running Gag geworden, aber du kannst es einfach nicht mehr aussprechen wie damals. Nee, das geht nur an dem Und damit Tag, ist es dann oder? voll Kacke. Ja. Und übrigens, dein letzter Mario Part war auch Kacke. Ich Mein habe mich letzter letztes. Mario Part. Letzt Mario Mario Kart. Part? Mario Kart Part. Ich habe mich Ich hab. letztes aufgeregt, dass du so mitten beim. Das war ja ein Let's Play. Ja. Oder sowas. Sprich, nicht live. Und da kann man halt Ja. gewisse Dinge rausschneiden. Da habe ich mich doch Habe ich sogar rausgeschnitten danach. beim Partyspiel habe ich mich aufgeregt, dass du da irgendwie auf Klo gehst und dann erstmal so 5 Minuten das Video laufen Das lässt. waren nur 2 Minuten. Und dann hast du es bei Mario Kart genauso gemacht, glaube ich. Nee, da habe ich rausgeschnitten. Ja. Ja. Aber wart ihr Scheiße. wieder leicht angetrunken, ne, an dem Tag? Nee. Ach, nicht nur leicht, sondern voll. Ach so. Ja, wir waren richtig voll. Hi, So Corazon! richtig. Und hi, Besset. Und Meine Noel. Fresse, die sind hier voll. Oh, Mann. Wie bitte? Okay. Zum Mann! Glück hat die Meli das die Nachricht gelöscht. Also das kann ich jetzt auch nicht vorlesen. Das Okay. war FSK 18. Das geht dann definitiv zu weit. So. Hier unten habe ich noch einen Schrein. Hier. Und danach muss ich neue Schreine suchen. Und dann kann ich vielleicht meinen Wolf einsetzen. Weil der Sanku, der ist immer noch nicht mit der Anfängerquest fertig. Schade. Unser Plan war das nämlich heute im Livestream, beide fortgeschrittenen Quests zu starten und so eine Art Speedrun zu machen. Ja, warte, ich Beziehungsweise, wer zuerst stirbt. muss hier erst den noch besiegen da. Ja, du bist noch lange nicht da. Nein, was mache ich denn? Oh. Es geht irgendwie bis 20 oder so. Ah ja, sehr gut. Wo bist du? Bei 10? Müsik nicht. Auf jeden Fall nicht sterben. Nee, will ich nicht. Aber ich habe schon nichts mehr zu essen.
So. Bis gleich, Vani. Okay, nee, Bombe ist jetzt doof. Ich muss mir mal einen richtigen Stuhl holen, so ein Zockerstuhl. Aber die sind richtig teuer, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube 180 oder sowas, wenn die im Angebot sind und sonst irgendwie 200 noch was. So. Oh, auf der Gerudo-Hochebene ist ein entdeckter und unerledigter Schrein. Okay, muss ich mal gleich gucken, Bessert. Habe ich wahrscheinlich gerade übersehen. Geschafft. Oh, Er alter kommt, Schwede. sie geht. Was für ein Zufall. Genau, Vani ist gegangen, als du gekommen bist, Siehst du, Corazon. Gumba ist auch 12. Gumba ist 12, ja. Wir haben übrigens auch ältere Zuschauer. Aber die sind halt im Chat nicht so aktiv. Ja, Also ist ja auch kein Wunder. wenn ich das zumindest in den Statistiken so, wenn die Statistiken stimmen. Also mein ältester Zuschauer ist 65 irgendwie. Ja. Und nicht mal gerade wenig. Also vom Chat her hätte ich jetzt gedacht, der Altersdurchschnitt ist halt deutlich jünger. Aber eigentlich ist das sogar tatsächlich sehr ausgeglichen. Vom Alter her, wer uns alles guckt. Ja. So, hier ist eine Kiste. Ey! Oh, ich geh's mal ab. So. Driffit sagt, er ist 15. 15 ist ein ganz gutes Alter. Wie driftet weiter die Kiste, Chris? So, was? Ich habe mir. Oh, Sinan. Ich glaube, also vom Alter her hätte ich dich deutlich älter geschätzt, Sinan, Driffit. ich hab das mal ausgeblendet, aber ich hab's gelesen. Weil du auf jeden Fall reifer wirkst. Also es war jetzt ein Kompliment, Driffit. Siehst du, Parvisan ist über 100 Jahre alt, 1000 Jahre alt, sagt er. Ja, genau. Oder sie? Ich glaube, er hat einfach das Komma vergessen. Er ist 10. Du mal, oder eins. Ach so, ja. Nee, aber Siehst du, 1. Sean ist 13. Hi, Sean. Hi, Sean. Peng. So. Nelbla Balk Gaming, meinst du? Ja, da ging mal mit Leo eine Klasse hier. Ah, den kenne ich gar nicht. Ach Musst du auch so. nicht. Leon? Was? Nee, Leo. Leo, wer ist Leo? Ach, Nee. Leo. Ja, Leo. Ach, ja, hey. Danke, Brownie. Ja, bitte. Also, das meine ich ernst, Drivet. Ne? Diese Zelda 2016. Ist da was? So, wo ist denn die Hochebene? Ach, da ist die Hochebene. Und, ach, hier gibt es auch übrigens das Pferd, ne, von Ganon. In der Wo? Hochebene. Oder wo gibt's das? Weißt du das, Sago? Ich weiß nur, dass bei der Pferdestatue, da gibt es auf jeden Fall Zeldas Pferd Nee, ich oder so meine, ein das von ähnliches. Ganon gibt es auch das Pferd. Das ist ein ganz großes Pferd und das ist das beste Pferd, was es gibt. Das ist Wie irgendwie viel? doppelt so groß. Ja, aber da brauchst du, glaube ich, bestimmt viele Ausdauerbalken und ich glaube, ohne kriegst Ja. du die nicht, oder? Doch, schleichen. Frage ist nur, wo das Pferd ist. Und jemand meinte irgendwie zum Stall gehen auf der Hochebene. Aber ich weiß nicht, wo der Stall ist. Okay. Vielleicht weiß das einer von euch, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich Oder krieg die für Kiste immer hier nicht auf. schweigen. Bist du Bruderherz? Ja, Meli findet dich auch voll nett. Ich glaube, wir finden dich alle nett, Driffit. So was drin? Ja, Pfeile sind da drin, nice. Wo man das beste Pferd aus dem Spiel findet, Meli. Also das Pferd von Gunnen. Das ist echt das Beste. Ja. Oh, shit. Ich erinnere mich. Ich ging nicht nur in ihre Klasse, da waren auch andere Sachen zwischen uns. Naja. Das war ein On und Off. Aha. Ja, ich kenne so geheime Sachen. Hi, Michael. Tikoko. Tikutoko. Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry. Ich treffe den da irgendwie gerade nicht. Oh, Okay. der winkt und ich schieße ihn ab. Hier brauche ich auch Böse. Hilfe. Sanko, kennst du diesen Schrein hier mit dem Feuer und man hat einen Eiswürfel in der Mitte? Nee. Kann ich nicht. Ich hab diese Welt mal versucht und ich habe sie nicht gecheckt. Das Problem ist, dass der Eiswürfel schmilzt. So. Selbst wenn du nicht durch das Feuer gehst, schmilzt dieser Eiswürfel. Nein, 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 hör auf! Hör auf!
I'm from Poland, but nice to meet you. Oh, der hat so viel HP, dieser Typ. Nice to meet you too. Scheiße. Ich kenne den, sagt Zelda 2000. Okay, was muss ich hier machen? Beziehungsweise, wie kriege ich die Eiskugel, den Eiswürfel, wie kriege ich den hier unbeschadet durch die Welt? Wahrscheinlich so hier. Jedoch weiß ich nicht, wie ich ihn... Autsch. Mann, ey, der Michael hat so Tico, viel... vielen Dank für dein Abo. Der hat so viel AP. Thank you for your Abo. Sagt man das so? Ja, ne? Oh, ja, sagt man so. Oh, okay. Einmal noch treffen. And welcome to my stream. Er schmilzt nur bei Feuer. Nein! Aha, okay. Ach, er schmilzt nur bei... Du musst viel Ausdauer haben, um es zu zähmen. Sanko, ah, okay. Ballermann hinter... Was? Ballermann im Hintergrund? Music. Diese Scheißmusik von Zelda kann man sich nicht geben. Ach, mich stört hier aber nicht. Sollst Ballermann anmachen? Ballermann. Ballermann 8? Das sind niemals 20 Ausdauer Zentimeter. Oh, alright. So. Ah, okay. Ich schmeiß jetzt den Eiswürfel hier rüber. Also irgendwelche Musik anmachen, wurde mir gesagt. Stopp! So. Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Hier ist nämlich ein Metallding, das habe ich letztens übersehen, ich Dummerchen. Hi Fabi! Und jetzt kann ich dieses Metallding benutzen, um hier das Feuer zu blockieren. Oh oh. Ja, Driffy, genau. Ich kann Meli nur anschließen. Ich glaube, wir mögen dich alle so, wie du bist. Du bist auf jeden Fall ein Korrekter. Nein. Doch. Ich hab mich getroffen. Was sagst du? Nein. Doch, kann ist er. Kann mich nicht heilen hier. Doch. So, wie komme ich denn jetzt? Oh, gerade so. Alter, was muss ich tun? Muss ich den hochheben und dann Stasis machen? Stasi? Vielleicht. Ich kann nicht Stasi machen. Oh Gott. Das geht nicht. Hä? Okay, die backen. Jetzt backt er nicht mehr. Ich fühle mich geschmeißelt. Aber wie, was soll ich denn mit Star... Du meinst so? Nein. Und jetzt hochheben oder was? Der hat von hinten geschossen. Das geht nicht. Ich bin gestorben. Fuck, Alter. Der mich von hinten fertig gemacht. Stasis auf Eiswürfel? Die Antwort kennst du schon, Papisan. Aber wenn ich Stasis auf Eiswürfel mache... Achso, dann einfach rüberschleudern oder was? Mit einem Hammer. So, Braun, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Oh, ey, das ist Noob-Quest, Sanku. Ja. Aber nicht, wenn die dich von hinten angreifen. Doch. Nein. Nein! Ja, warum muss ich denn immer von vorne anfangen? Das ist doch langweilig. Nein! Ja, das ist Noob-Quest. Ich will nicht wissen, wie lange du gebraucht hast, wenn ich da scheitere. Ich habe das beim zweiten 3 oder so geschafft. Das war wirklich nicht so schwer. Jetzt sagst du bestimmt, ja, du lügst. Nein, aber ist so. Das ist Anfänger. Du hast das behauptet jetzt, so nicht ich. Ja, aber das ist wirklich Anfänger. Ja, aber was kann ich dafür, wenn er mich von hinten angreift und ich den nicht sehe? Ja, hast du scheiße gemacht. Ja, hab ich auch. So, wo ist der Eiswürfel? Ach nein, der ist noch... der ist noch da. Ja, ich wollte Stasis machen und Kiste hochheben. Leider ist dann das Eisding gegen die Kiste geknallt. Weil ich zu doll draufgehauen habe. Ich, Rabiato. So, komm, jetzt hau ich euch alle kaputt. Huch. Zack, und gleich noch ein Baum gefällt dabei. Du machst dir Sorgen um Vani? Wieso machst du dir Sorgen um Vani? Was ist denn passiert? Also anspucken bestimmt nicht. Was ist mit Vani los? Ich hab das nämlich auch nicht gecheckt. Ich dachte, sie wäre einfach. Ich dachte, sie wäre einfach so weg.
Und ping. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier wieder alles spielen, ey. Das ist dann doof, ey. Das dauert so Ewigkeiten. Okay, die Leiter habe ich gesehen. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Das mit den Stasi-Modul ist ein bisschen doof gelöst. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Speedrun Ne. sein. Du musstest du dann wahrscheinlich privat ganz oft tryen, bis du es schaffst. Es hat halt ein Was? bisschen. Du musst halt. Also du darfst halt eigentlich, darfst du nicht. Gib mir keine Tipps. Das bringt mir nichts, wenn du mir Okay. Tipps gibst. Na, also ich wollte sagen, du darfst nicht kämpfen, das ist halt eher ein Steals-Mode. So wie bei Metal Ja. Gear Solid, die Bonusmission so. Ist halt Steals und nicht irgendwie. Das heißt aber Stealth, nicht Stealth, Steals. Mann! Stealth! Stealth, nicht Stealth! Steals. Boah, Mensch, ich habe keine Waffe Mir doch ausgerüstet egal, hier. wie man das nennt. Ne? Ob's doch, du machst es. Aber manchmal bleibt ja nichts anderes übrig, außer zu kämpfen. Eigentlich musst du bei. Bei denen musst du eigentlich nie kämpfen. Außer beim Endboss zum Schluss. Natürlich muss ich hier kämpfen. Ich brauche ja Pfeil und Bogen, sonst komme ich ja da nicht Ja, aber hoch. Bin. benutzt die Umwelt, das meine ich. Mach ich doch. Sicher. Ja. Sicher. Am Baum macht aber keinen Schaden. Was für ein Baum. Schmilzt es jetzt? Bin ich zu dicht dran am Feuer? Ja, bist du. Mann, was labert der? Du hast ja auch nicht mal geguckt. Ne? Nee, kommt er bei mir auch erst Einfach einen jetzt? doofen Kommentar. Immer. Machen. Das Problem war, da waren zwei Exalphas, ja, und die Ja. haben mich halt kaputt gemacht. Alles klar. Niemand hat hier irgendeine Stimmung kaputt gemacht. Was ist los mit euch? Hä? Nee, die Was ist Exalphas. los? Die Exalphas waren's. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel geballert. Hoch, hoch, hoch. Nein! Siehst du, jetzt wird's bei mir langweilig, weil das alles schon gesehen wurde. Huh. Das war hart. Hä? Wo muss ich jetzt eigentlich hin mit dem Eiswürfel? Ich weiß, dass man hier bei diesen Feuerdingern Really? sollte man eigentlich die Steine nutzen, aber die Steine, da musst du zweimal, glaube ich, raufhauen, oder ist nicht so präzise wie Bomben. Hä? Habe ich jetzt den Eiswürfel jetzt hier oben? Was? Ah, einfach Ja. weiterlaufen. Ist das doof. Ui, Ist das ey. doof. Wozu brauchte ich denn jetzt den Eiswürfel eigentlich? Brauchte ich den überhaupt? Ja, bestimmt. Wofür? Damit du einen hast. Ich glaube, ich hätte das Ganze ohne Eiswürfel machen können. Komisch. Ich habe den Eiswürfel umsonst mitgenommen. Ja? Ja. Na, so ist es manchmal. Oder ich habe jetzt eine Aua. Kiste nicht gesehen, die man hätte holen können. Nein, Brownie. Okay. Wahrscheinlich hat sich die Tür nur geöffnet, weil ich einen Eiswürfel in der Hand habe. Ganz klar, ne? Das ist Logik. Logik. Ich dachte jetzt wenigstens, ich müsste den Eiswürfel auf den Schalter legen oder so, damit die Tür aufgeht und ich dann durchrennen kann. Aber war halt nicht so. Deswegen war ich gerade sehr verwundert. Okay. Wie bekommt man eine Freundin? Na, Sankos Antwort war küssen. Na, aber nur bei einer bestimmten Art und Weise. Du Nur kannst bei nicht einer einfach so. bestimmten Art und Du Weise. kannst nicht einfach so küssen. Das funktioniert nicht. Nee, nee, du musst es gut tun. Ja, du musst das gut timen. Gut timen. Ja, gut timen. Hier drin. Also es geht ja nur, wenn du weißt, dass halt andersrum genauso ist, ne? Ohne Eis kein Preis. Was nicht Ding. romantisch ist, schreibt Meli. Ja, aber so auch mit um es zusammengekommen ist, haben sie erzählt, ne? Ja, aber Ja, das ja, war ja, nicht ja. romantisch. Ei, 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 ei. Ja. So, ah, guck mal. Hier Wenn du dir ist. meine Musik-Playlist geben willst, dann geh mal auf meinen Kanal und dann auf Playlist und dann auf Musik. Ja, aber ich habe ja gar keine Lizenzen dafür. Natürlich hätte ich nicht mal die Lizenz, um die Zelda-Musik abzuspielen, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ja, stimmt, ne? Also dadurch, dass wir jetzt hier die Ja. Zelda-Musik abspielen, bekommen wir kein Geld. Sondern Nintendo bekommt übrigens, ich muss es korrigieren, die bekommen nicht 40% von dem, was wir hier tun,
sondern die bekommen 100%. Yay! Die bekommen das komplette Geld. Was ist sowas? Das hast du nämlich letztens mir falsch erklärt. Nee, ich glaube, es sind 60, es sind nicht Nee, die 100. bekommen 100%. Nur wenn du mit ihnen eine Partnerschaft hast, was in Deutschland nicht so leicht geht, weil die müssen schreiben dich an, auch nur wenn du irgendwie sehr bekannt bist. Also Nintendo zum Beispiel. Dann bekommst du 60% und sie 40. Ja, Domtendo, Ansonsten, der, ne, der wenn du eigentlich klein bist, fast nur Raubkopien spielt. wie auch immer, aber wenn du klein bist, bekommst du halt gar nichts. So. Huch. Wow, 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 Ich wow, finde es so dämlich, nein, oh, der hat mich dass getroffen. man das Amiibo-Modul erst benutzen muss, um ein Amiibo einzuscannen. Nein! Mann, was ist denn das jetzt? Ich sterb gleich. Er hat mich nicht einfach geküsst, sagt Mili. Dann habe ich hier falsche Okay. Infos. Ich habe gehört, dass er dich einfach geküsst hat. Ja, das hatte ich nämlich auch gehört. Sonst hätte ich das jetzt gar nicht gesagt. Genau, ich glaube, das hat Mili gesagt. Oder Sanko. Hä? Ich habe immer noch nicht den Scanpunkt gefunden. Was heißt denn das? Kann man Was nur heißt einmal was? am Tag, kann man nur einmal am Tag scannen? Ja, ne? Ja. Wie, ich kann nur einmal am Tag den Wolf rufen? Und wenn Wahrscheinlich. ich dann einmal... Oh, was ist das denn? Das ist Ich normal. darf den Wolf nicht mehr rufen. Ne, du musst ja auch überall hinlaufen. Ja, ich darf ihn einmal rufen, dann darf ich mich nie wieder irgendwo hinbeamen, ja? Ja. Weil dann ist er weg. Die Nacht Ja. des Blutmondes ist erneut Oh, gekommen. Blutmond. Tschüss. Hier, sei auf der Hut. Ruhe. Ich hab voll Schiss gerade, ey. Vor was denn? Du Zu bist sterben. Level 2 oder so. Naja, aber trotzdem habe ich Angst zu sterben jetzt. Weil nur zwei Herzen. Weil der eine mich wieder so richtig scheiße von hinten erwischt hat. Haben ich den roten noch irgendwo? So, dann gehen wir jetzt zum roten Punkt. Da gibt es nämlich einen Schrein. So, wo ist jetzt dieser doofe Blaue? Kommt der gerade? So, der ist down. Wo sind die Feuerpfeile? Da wahrscheinlich. Hier ist nur der Bogen. Oder habe ich die Pfeile? Doch, ich habe die Pfeile schon aufgesammelt. Nice. Oh, das ist übrigens der Drache. Den habe ich schon mal abgeballert. Und eine Welchen Schuppe. Drachen? Den roten. Weißt du, wo du die Schuppe hinbringen musst? Ja. Aber ich weiß nicht, Okay. wo ich die Schuppe von dem Donnerdrachen hinbringen muss. Das ist da gleich, je nachdem, wo du den Da ist es triffst. gleich. Also, okay. Sehr, sehr präzise Antwort. Da ist es gleich. Ja. Ich habe die bei der Brücke habe ich ihn geholt. Oder abgeballert. Hast du die Schuppe schon? Ja, klar. Das ist, wenn du dort bist, da ist doch dieses Dschungelgebiet, ne? Warte mal, ich muss gucken, ob ich die wirklich noch habe. Wenn du sie verkauft hast, musst du noch eine holen. Shit, ich hab sie nicht mehr. Oder habe ich sie schon abgegeben? Woran weiß ich, wo, wie sehe ich das? Wo sehe ich das? Ja, hast du den Schrein dann dort, wenn du die Ach abgegeben so, hast? welcher Schrein ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es, glaube ich, irgendwas mit Mutes. Also es Ach, das hier, ne? Himmelsstürmer. Nagaschrein, der mitten auf der Insel ist. Nee. Im Hyljasee. Nee, daneben ist das, genau daneben. Also rechts daneben. Kraftprobe leicht. Ja, glaube es ist. Pumanito-Schrein. Warte, ich guck mal, Ah, wo dann hier wird's ist das der sein. Hilsee? Ja, Pumanito-Schrein, genau, Ah, dann braucht Kraftprobe leicht. habe ich das schon alles gemacht. Ah, ich habe übrigens das Spiel nicht auf Japanisch gestellt. Das erkenne ich daran, dass die Dinger hier nur lachen. Auf der japanischen Stimme erzählen die nämlich richtige Sätze. Ah, willkommen, Besset, mit deinem Twink. Zweiter kann man nicht. Der Sanko spielt zu viel WoW. Nee, ich spiele das ja nicht mehr.
wo ich eigentlich voll Bock hätte, aber naja. Keine Angst, ich werde immer deine Schwester sein, Herz. Oh. Nein, 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 nein. Halt, lass los. Und bam, wir fliegen über diesen Abgrund hier. Peng. 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 Bin wieder da, Fragezeichen? Ja, ich glaube, du bist wieder da, Vani. Bibi, Vani. Und Bibi. Oh Gott, wo ist dieser Schrein hier? Peng. Ist der ganz unten? Siehst du, den einen hat es jetzt wieder nicht erwischt. Ne? Der eine hat jetzt überlebt. Der eine Bob. Und Dr. Wood Germany, willkommen. Das ist auch wieder ein Twink, ne? Hier muss irgendwo ein Schrein sein. So. Hier? Hier? Hä? Oder ich weiß hier? Von nichts. Weißt du, wo hier ein Schrein ist? Wo denn? Wo bin ich denn? Im Norden irgendwie. Im Norden, keine Ahnung. Ich glaube... Hier. Hä? Ich habe ja zum Glück den Detektor, aber irgendwie schlägt der nicht... Schreine, die du nicht siehst, weil sie vielleicht noch im Boden sind, die findet auch der Detektor nicht. Genau. Ja, den Drachen habe ich schon, Meli, aber ich suche gerade den Schrein, der hier ist, aber der Detektor schlägt schon irgendwie aus. Vermutlich ist der dann hier oben irgendwie, ne? Scheiße, so, jetzt muss ich auf jeden Fall eine gute Waffe nehmen, sonst sterbe ich hier. Im Tempel? Aber wo geht's denn rein zum Tempel? Okay, ich habe zweimal die 18er. Ah, bestimmt ist da hinten der Eingang zum Tempel. Hier geht's nirgendwo runter, oder? Ich muss runter. Geht's aber nicht runter. So. Ich sehe keinen runter. Sie ist kein runter. So, wahrscheinlich okay. Da ganz hinten, wo der Abgrund ist. Oder ist hier irgendwo ein Loch? Weiß nicht. Oh, okay, diesmal hat er mich kaum mal getroffen, der Stein. Da sind Wächter. Wächter? Darf ich auch das Mädchen treten und hoffen, dass sie mich liebt? Nein, darfst du nicht. Verbiete ich dir. Hier wird niemand getreten, Leute. Was ist mit euch los? Pavisan hat Hirnflüge gerade wahrscheinlich. So. Aber die droppen irgendwie nix. Bassett, schöne Grüße an Sanku. Sind hiermit ausgerichtet. Thanks. Schöne Grüße an Brownie soll ich dir übrigens auch ausrichten von Bassett. Danke, danke. Danke. Das ist ein Schlingel, du. Schlingel, du Schlingel. Das ist so ein richtiger Schlingelmann, wisst ihr das? Ein Schlingelmann? Klingt aber irgendwie verkehrt. Ja? Aber wo ist denn... Ah, oh, ich habe gerade Schmerzen. Achso, stimmt. Der Pavi ist beim Sanku-Stream. Ja, genau. Der Pavi ist beim Sanku-Stream. Ah, hier geht's rein. Nee, geht's doch nicht rein. Doch, geht's rein. Nein, geht's nicht rein. Oder doch? Haha, du Schlingel. Hier ist gar nichts. Haha, doch, ist was. Ist hier irgendwas zum Ausdauer vergrößern? Ein Krog nee, ne? gefunden. Fackel. Ich wollte aber keinen Krog, ich wollte den Eingang. Und Crocs sind doch gut, oder nicht? Es gibt 900, habe ich gehört. Ja. Ich habe gerade mal 50. Und ich werde definitiv nicht alle Crocs suchen. Nö, ich auch nicht. Aber, also ist schön und gut, dass sie das eingebaut haben. Finde ich toll. Ja, weil so viele... Ja, ist doch best, ist doch gut. Ne? Mhm. Leute, die dieses Spiel lieben, die haben halt was zu tun. Ne? Alter, hier sind aber richtig viele Wächter. Ist das euer Ernst? Alter. Das werde ich doch niemals überleben, Mann. Wow. Nicht? Keine Ahnung, wie lange der noch geht. Oh, das war ja gar nicht gut. Scheiße.
Ah, Hilfe! Ich werde sowas von... Autsch. Action, Brownie. Action! Ah, das ist so viel. Mein Herz. Dein Herz rast. Runter! Hoch! Was? Ich glaube, ich habe die Nachricht zu spät bekommen. Habe ich mir auch gedacht. Ah, ich hab's gleich. Ah, ich hab's. Ich koche hier irgendwas zusammen, ey. Passt alles gar nicht. War jetzt der einfache Modus. Einfach aneinander vorbeiwaschen. Einfach aneinander vorbeilöschen. Ich habe übrigens noch antike Pfeile. Damit sind die One-Hit, glaube ich. Wer? Die Wächter? Ja. Nicht immer. 6 Stück hätte ich noch gehabt. Und normale Pfeile habe ich nicht. Muss mal neue kaufen. Es gibt auch Wächter, die haben mehr als das. Also die haben mehr Leben. Mehr Leben. Die haben mehr als das, Leute. Weit mehr. Ja. Viel mehr. Nee, die haben ein bisschen mehr Leben und dadurch halten die einen Schuss aus. Je nachdem, was du für einen Bogen benutzt. Ich gesehen. Ey. So, ey, wo willst du denn hin? So, Link, ey, du bist manchmal echt ein Klopp da. So. Croissant hat mich vorhin nach einem Weihnachtswunsch gefragt. Und? Was hast du geantwortet, Vani? So, bevor die mich hier abballern. So, was ja, los? Ich hab bald alle 5000 Schreine geholt in diesem Stream. Was, so viele gibt's gar nicht. 120. Scheiße. Wie geht's hier rein? Brownie, Lenny Face, schreibt Parvisan. So, komm her. Ach, Brot will sie, das ist ja einfach. Zack. Nein! Und Driffith opfert sich und will dir Brot zuschicken. Das finde ich doch nett. Wer will wem Brot zuschicken? Driffith will Vani Brot schicken. Nice. Ja. Boah, shit. Abgefahren, ich habe jetzt hier so einen Handabdruck. Ich glaube, es spukt bei mir. Nie wieder, was? Nicht sterben. Nein, ich sterb nicht, aber... Nimm die Mann, Fische. Der lässt dich gerade nicht treffen. Ja, schmeiß eine Bombe und dann ist er tot. Nee, wäre er nicht gewesen. Doch. Nein, wäre er nicht. Wäre er... Nein, der verliert dadurch ein Achtel oder so. Ja, und der hat doch gar nichts mehr. Doch, der hatte... Oh, hier sind noch ganz viele Schreine, Leute. Ich weiß nicht, ob ich sie machen soll. Da ist noch eine Lanze. So. Und ich kann meinen Wolf nicht mehr rufen. Finde ich ja total doof. Und hi. Hi, Ada. So, ich darf nicht so laut reden. Wenn ich so laut rede, und dann übersteuere ich. Und deswegen muss ich ein bisschen leiser reden. Und mal gucken, wie lange ich das schaffe. Wieso? Weil ich gleich wieder anfange zu schreien. Wieso schreist du denn gleich? Weil ich immer schreie, wenn ich spiele. Also ich mag eigentlich Zelda Breath of the Wild nicht, aber ich bin nur wegen Sanku da. Dass alle irgendwie Vani lieben. Aha, Parvisan. Was? Wie kommst du? Weißt du, was man bekommt, wenn man alle Schreien hat? Brownie? Ich glaube, du meinst Schreine. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Oh, jetzt irgendwo ein Gegner, wo soll denn der sein? Entschuldigung. Was bekommt man denn, wenn man alle Schreine hat? Sanko, weißt du das? Eine Medaille, dass du voll geil bist. Spoiler. Wirklich? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, man bekommt was richtig krasses. Ach ja. Ich weiß es. Man bekommt die Zelda-Ausrüstung. Die richtige Link-Ausrüstung. Das Heldengewand? Das normale Link-Gewand. Naja, das ist das Heldengewand, so. Reckengewand. Und ich glaube, das ist auch die stärkste Rüstung im Spiel. Wo sie null Verteidigung hat, okay. Also ich meine, vom Aussehen her so, ja, null Verteidigung hat. Das ist so schlechter das als manche andere Sachen Gewand. Hier. Ist das nicht etwas weit hergeholt, Sanko? Na, fragt Parvisan, ich habe die These nicht gehört. Wow! Ach Mist, hier ist ein Schrein, der unsichtbar ist. Was muss ich denn hier machen?
den freischalten. Och nee, hier sind überall Kugeln. Ich befürchte, ich muss die Kugeln in die Löcher bringen. Du musst die Kugeln in die Löcher bringen. Und es gibt ganz viele Kugeln. Ja, da musst du 7 Stück oder so musst du darin machen. Oh, immerhin sind die magnetisch. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass ich das mit einem Stasis aber machen muss. Soll ich dir mal einen Trick verraten? Die Kugeln haben ein bestimmtes Symbol und du musst die richtigen Kugeln in die richtigen Löcher machen. Spoiler! Ja. Und das ist bestimmt nicht die richtige, die du da gerade reingemacht hast, oder? Nö. Oder ist die Flamme angegangen? Da müssen die Was Flammen für eine Flamme? Angehen. Das sind so Flammen, die müssen angehen. Hier ist nirgendwo eine Flamme. Oder Tarzan gewarnt, aka Sanko. Oh ja. Bisschen neidisch, was? Was ist denn das für ein Symbol hier? Das ist irgendwie so ein Herz. Sag ich mal. Mhm. Und wo sehe ich die Symbole? Aua. Die siehst du auf den Kugeln drauf, natürlich. Oh, jetzt habe ich eine Aufnahme gemacht. Ich muss mich abkühlen. Ich sterbe sonst. So, das hätte man hier machen sollen, verstehe. Ja, blöd für einen gewesen. So, rüsten wir uns hier aus, dass wir für Feuer gewappnet sind, aber irgendwie sind wir es immer noch nicht. Ah, ich muss mich hier irgendwie anders ausrüsten. 10 Pfeile. Ich muss hier dieses... Hä? Nee, warum ist mir immer noch heiß, wenn ich die Brandschutzrüstung anhab in der Wüste? Naja, weil die ja heiß ist. Du musst in der Wüste, Ach, dieses Wüstengedingsbums anziehen. Genau, dieses Gerudo-Gewand musst du anziehen. So, und wo sind jetzt die Symbole? Oh. Ach, da ganz hinten. So weit kann ich gar nicht gucken. Nicht? So nicht. Das ist ja voll doof gemacht. Also das ist jetzt hier so eine Art Regentropfen mit einem Loch. Und... Ja. Ein Regentropfen mit einem Loch. Oh. Oh Mann, ey. Was ist hier? Oh, da unten ist er. Das ist so, ich bin jetzt wieder dort, wo ich eben schon mal war. Und ich glaube, ich habe gefühlt schneller. Ich kann die Symbole nicht erkennen. Ich bin blind. Nicht? Ist das ein Kreis oder was ist das? Hm? Naja, das ist ein bisschen herausfordernd, aber das schaffst du schon. Dauert nur 10 Minuten. Dauert nur eine halbe Stunde. So, shit. Okay, merken wir uns einfach mal alle Symbole, wo was ist. Also das eine war gerade ein Schild. Hier ist genau das gleiche Symbol. Ich glaube, das Symbol ist woanders. Wo sehe ich denn das Symbol? Wo sehe ich das Symbol? Musst du oben. Oben musst du gucken. Am Schwert oben oder wo oben? Hm? Da ist kein Symbol. Wie der Sanko mich verarscht. Nee, oben an den Statuen, Mensch. Oben. Muss ich jetzt nach oben fliegen oder was? Nein, du musst gucken. Oben klettern. Gucken. Ja. Nach oben klettern! Nein, nach oben gucken, Mensch. Mit deinem Fernglas. Mit deiner Fernglas. Mit deinem Fernglas. Alter. Was? Ist kein Symbol. Das ist ein Kopf, Sanko. Man, manche Symbole sind auf den Statuen drauf. Und manche nicht, oder was? Was ist jetzt an der Statue anders als an der hier? Gar nichts. Und dann der hier? Ah, da ist ein Symbol drauf. Ein S, wie bei Donkey Kong. Und da ist irgendwie so ein Ding. Oh. Ich befürchte, manche Kugeln sind auch einfach weg, oder? Hm? Wo finde ich denn alle Kugeln? Manche sind vergraben. Sind manche auch oben auf der Statue drauf? Ja, eine glaube ich. Oh nein. Verdammt. Das Stachelbock.
Hier ist das S. Wo musste das S hin? Ich hab's vergessen. Jetzt bin ich runtergesprungen. Das S. Scheiße. Nein, scheiße. Genau, hier rein. Okay, erstmal weg Bam. Hier. So, mal gucken, wo jetzt Feuer angeht. Es geht kein Feuer an. Sicher, dass Feuer angeht? Irgendwo geht dann Feuer an, ja. Ah. Naja, ist kein Feuer angegangen. Und das ist der einzige übrigens, der ein Symbol hatte. Eine Statue hatte ein Symbol. Nein, wie sieht denn nochmal an? Oh. Yes. Vielen lieben Dank, Totex2. Ping, 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 ping. Vielen lieben Dank für dieses Kompliment. So, hier ist nirgendwo Feuer. Aber das ist definitiv das richtige Symbol. 1, 2, 3. Boah, knapp. Man stirbt jetzt endlich, du Drecksack. Weiß irgendjemand noch, wie das Rätsel ging? Mann, auf den Kugeln sind doch die Dinger drauf. Und du musst gucken, wo das hinkommt. Bei einer Statue war ein Symbol. Bei einer. Genau, da müsste das Feuer angegangen so, sein, nicht? Da ist kein Feuer angegangen, nein. Nicht? Nein. Okay. Puh, so. Und keine andere Figur hat einen Symbol. Irgendwann fühlt mich auch wieder Super Smash Bros. Hallo. Hallo. Keine andere Figur hat ein Symbol. Okay. Ja, und nu? Du musst dich doch dran erinnern. Du musst gucken, die Symbole sind versteckt, Mensch. Woher soll ich denn wissen, welche Figur welches Symbol hat? Was kann ich mir doch nicht merken. Wo waren die denn zum Beispiel versteckt? Na, eine ist hinten, eine ist oben, ein Symbol. Eins ist unter, also irgendwie so versteckt in der Dings oder so. So, der hat zwei Kugeln im Kopf. Jetzt habe ich es gecheckt. Eins ist auf der Schwertspitze, eins ist auf der Hand oder so. Also es ist halt so richtig verteilt. Halt. Ich dachte halt ein bisschen suchen. Ich dachte, die wären alle so. Nee. So, der hatte, glaube ich, was auf dem Kopf, oder? Genau, der hat zwei Löcher auf dem Kopf, aber da geht kein Feuer an. Der hat zwei Löcher auf dem Kopf. Also das mit dem Feuer ist ein Mythos, glaube ich. Oh, was sind das jetzt hier für ein Dreck, Alter? Ist ja richtig dreckig hier. Du Scheiße. So, das ist das S, das haben wir auch erledigt. Da ging auch kein Feuer an. So. Ist ja richtig bekloppt hier. Du Scheiße. Jetzt. Ich glaube, der hat da ein Symbol. Zwei Striche. Wie viele Kugeln haben wir jetzt eigentlich noch? Ist nicht. So. Das war nicht getroffen. Der Feuerpfeiler! Der Drecksack! So. Hey, wie so. Viele Schreine gibt's eigentlich? 1, 2, 3, 4. Genug. Ja, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schreine gibt's. Alle Pfeile. 2 haben wir schon, also brauchen wir noch 5. Und wir haben hier 2. Au! 3. Ich hab nichts zu essen. Ich hab nichts zu essen. 3 Kreise haben wir noch. Ich darf keine Streams von Brownie mehr verpassen. Das verstößt gegen meinen Vertrag. So, ich brauche 5 Kugeln und ich habe erstmal nur 3. Also 2 sind noch irgendwo. Der Sanko weint. Ich weine nicht, aber ich bin gestorben. So, hier waren 2 Striche, die Kugel habe ich noch nicht. Was hat der hier? Das ist ein Symbol. Dieses Ding da, was so ein Loch hat. Dieses hier. Und nochmal von vorne, yay, das macht Spaß. Das ist aber Anfängermission. Ja, laber nicht, Alter. Die andere wird richtig schwer, sage ich dir.
Die andere sah bei dir voll leicht aus. Deswegen Das, was bin ich ich auch Welt gesehen habe. 3 gestorben. Bei One Ja. Hit. Naja, deswegen sterbe ich auch durch Feuer. Weil zu wenig zu essen. Nix Umgebung. So, ich überlege gerade, ob ich die jetzt nochmal mache oder ob ich jetzt was anderes mache, so wie du. Und du machst jetzt einfach, ich mache jetzt auch was anderes und du Aber was spielst soll die ich denn andere. machen? Du Also schaffst sie eh ich nicht. kann gerne Anfängerquests nochmal machen, obwohl ich sie schon gemacht habe. Und wir machen so einen Speedrun. Okay. Nee, aber ich hab's ja schon geschafft, ne? Dann nicht, dann Also mach ich von weiter daher deine. habe ich ja eh schon gewonnen. Tja. Nee, ich habe die auch nicht gespielt unterwegs. Ich habe auch nicht gespielt unterwegs. Nee, aber ich wollte das ja generell in einem Livestream spielen und nicht unterwegs. Ich hab's ja Und auch nicht zwei unterwegs verschiedene. gespielt. Du Hä? hast es aber zu Hause gespielt und nicht im Livestream. Ja, ich hab Die zu Hause erste. gespielt, ja. Siehste. Siehste! Hä? So. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen, weil ich ja so einen Bock drauf hab. Mann, wo ist denn hier überhaupt Feuer, Alter? Hier ist nirgendwo Feuer. Mal dieser Sanko. Ich habe nichts gemacht. Wie? Ich habe nur den einen erwischt. Was soll denn das? So, wo habe ich denn jetzt schon Kugeln drin und wo nicht? Hier nicht. So, was hat der für ein Symbol? Wo hat der sein Symbol? Ich habe keine Lust auf diese. Weißt du, ich bin gerade dahin gekommen, habe einen weitergeschafft, ey. Und dann konnte ich nicht zielen und nicht ausweichen gleichzeitig. Das war richtig behindert, die Stelle. Ah, der hier hat noch ein Symbol. Ein Kreis mit einem Loch, den habe ich nicht. Was für eine Kugel habe ich eigentlich nur? Ich habe ein Dreieck. Mehr oder weniger. So, hier habe ich schon drin. Hier habe ich schon drin. Hier habe ich schon drin. Hä, warum hatte ich die denn dann davor nicht, ey? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. So, jetzt wird es wieder richtig langweilig, weil alles schon mal bekannt ist. Ach Mann, ey. Ich sehe schon, ich So. sitze morgen immer noch da dran. Hier muss ich noch reinmachen und hier muss ich noch reinmachen, ne? Bin in. Nee, ich müsste eigentlich noch in 3 reinmachen. Hä? Scheiße. Nee, ich muss nur noch in 2 reinmachen. Und der hier hat ein Dreieck. Also muss der. Ach Quatsch, der hier hat ein Dreieck. Wahrscheinlich. Weil der hier hat einen Kreis mit einem Loch. Jetzt ist die Frage, wo die letzte Kugel Ping, ist. ding, so, zack. Und los geht's, da kommt der letzte. So. Oh, der lebt noch. Wo ist die letzte Kugel? Achso, du meintest auf dem Kopf, aber auf welchem Kopf? Na, irgendwo hat er den, oder ist es halt versteckt? Du kannst auch mal am Magnetmodul gehen und da rumgucken. Aber ich kann dir sagen, einer hat das, glaube ich, oben drauf. Und in Ja. der Nacht kannst du dein Kostüm ausziehen. Na, ja, kann ich dann Dein nackt Frauen, rumlaufen, oder dein was? Frauenkostüm. Ich habe hier auf jeden Fall. Also hier bei dem einen ist eine Leiter. Da gehe ich jetzt einfach mal hoch. Auf jeden Fall gibt es hier nirgendwo Feuer. Das ist alles Verarschung. Nee. Eigentlich leuchtet das doch, Hier wenn du ist das erfüllst, oder irgendwas. nicht? Dann habe ich hier alles falsch gemacht. Scheiß drauf. Zum nächsten. Ich darf irgendwie bis zu dem Klotz, bis zu diesem Steinklotz kein Herz verlieren, sonst bin ich danach kaputt.
Was? Der Driffid braucht einen Rang? So kann das nicht weitergehen. Uff, was? Habe ich wieder was verpasst? Driffid braucht Ränge, Driffid braucht Ränge, Driffid braucht Ränge. So, zack. Ping. Oh, bin so bescheuert, Alter. Das ist so behindert. Du hast jetzt schon ein Leben verloren? Ich habe mich gerade wieder selber weggebombt, ja. War zu früh gedrückt, eine Sekunde. Och man, ey, so macht das keinen Spaß. Ach, du brauchst einen Korrigierer-Rang. Hey, jetzt bin ich hier oben und was ist hier? Gar nichts. Am Arsch. Oh, da hinten ist eine Kugel. Und wieso konnte man hier hochklettern? Er ist der Master-Korrigierer, ne? Der korrigiert alle Rechtschreibfehler so. Er korrigiert alle Rechtschreibfehler. So. Bekomme ich Mod? Ich mag zwar die Frage nicht, aber du hast halt keine aktiven Mods. Naja, wenn keiner am Stream ist, muss auch keiner moderiert werden, oder? Großartig. Tatsächlich hat nur noch der hier keinen. Nee, warte. Der hat keinen Ball. Jetzt gucken wir mal, was der hier hat. So. Oh, wie komme ich denn da hin? Irgendwie kommst du da schon hin. Oh, Dreck. Gute Nacht, Noel. Schlaf gut. Und bis morgen. Ja, von mir auch eine gute Nacht. Jo, die Freundschaftsanfragen werden später angenommen. Was ist das hier? Ah, der hat ein Loch. Ein Loch. So. Boah, der hat einen Faltbogen. Und der setzt es auch ein. Und jetzt wird das. Hallo? Oh oh. Kamera? 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 Den verprüge ich mit dem Stock. Oh, 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 der Stock ist alle. Aua! Oh nö, Mann, ey. Ich sterb gleich wieder. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo noch ein Feuer anzünden muss. Was? Warum sind denn hier noch zwei? Was ist hier los? Was ist hier passiert hier? Oh, alter Dreck, ey. Oh, oh. Da kommt was! Bin ich tot. Oh, ein Schrein. Meine Güte. Oh, ah, ich muss. Siehst du, ich brauchte kein Feuerpfeil, Driffid. Der Sanku hat gelogen. Was habe ich denn jetzt schon mehr gelogen? Du hast gesagt, da muss man Feuer anzünden. Nee, oder die Feuer zünden sich an. Ja, da war nirgendwo Feuer. Nicht? Man kann sich auch irren, das weißt du schon, ja? Ja, alles gut. Aua. Mann. Bruder. Und hi, Pommes. Pommes, Pommes. Welche Konsolen hast du? Ich habe die Switch. Punkt. Ganz einfach. Und eine PlayStation 3 habe ich noch, aber irgendwie, ich glaube, die ist kaputt. So, dritte Mal jetzt hier schon, ne? Das geht mir richtig auf den Sack. So schwer war das aber wirklich nicht. Das ist ja auch nicht schwer. Du hast aber. Ja, man braucht halt Geduld. Hast du wahrscheinlich gerade nicht. Nee, ja. Ich will jetzt wieder da an diesen Ort kommen. Also, du musst halt sehr viel mit Bomben machen. Damit kannst du eigentlich irgendwie fast alles durchspielen. Ja, aber nicht, wenn ich auf einem Floß bin und ich die mit Pfeil und Bogen wegnatzen soll. Da kann ich wohl nichts mit Bomben machen. Und die mit Feuerpfeilen schießen. Und ich den nicht ausweichen kann, weil ich zu doof bin. Ich da bestimmt nichts machen. Alter, schon 30 Minuten nach 10 ab ins Bett. Ja, ne? Das wie lange streamt ihr noch? 5, ey. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur bis 22 Uhr streamen. Logik? Logik? Naja. Und ich hab keine Pfeile mehr. Warst du? Ich hab keine Pfeile mehr.
Ich habe keine Pfeile. Ich habe auch keine Pfeile. Willkommen im pfeilenlosen Club der Pfeilenlosen. Ich beame mich jetzt am besten mal zu Kakikayo. Kakairio. Kakario. Kakariko meinst du? Kakariko. Kakariko. Habe ich echt keine Pfeile. Ich habe null Pfeile. Ich auch. Nur, dass ich im richtigen Spiel bin. Ja, da habe ich genug Pfeile. Ja, ich kaufe immer alle und dann ist der Shop. Der Shop sagt dann immer, ich bin ausverkauft. Tschüss. Ja. Okay, ich versuche es jetzt andersweitig fertig zu machen. Mal sehen, gehen die wieder rein? Komm, geht mal wieder rein, ihr. Nee, nicht ins Bett, es ist Partytime, sagt Alex. Der geht wieder rein, jetzt muss der andere noch reingehen. Okay, der andere geht auch wieder rein. Ja, die tanzen da schon um den Feuerberg. So, und ich habe sie trotzdem ausgeräuchert. Gut. Oh, oh, oh. Zwei leben noch. Nicht so gut. So. So, ich gehe jetzt als Frau verkleidet hier in diesen Shop. Mal gucken, ob sie mir was verkaufen. Natürlich verkaufen die dir was. Verkaufen die immer was. Jo, vielleicht kriege ich ja was günstiger. Nee. Doch, tatsächlich. Nee. Ich bekomme es gratis. Für nur 50 Rupien. 50 Rupien? Ich glaube, das aber sogar nicht. Nur für 40. Jetzt bist du ausverkauft. Oh. Oh, das finde ich aber nicht gut. Ist ja wirklich alles ausverkauft. So, egal, dann verkaufen wir der Frau noch schön was. Um unser Geld zurückzukriegen, quasi. Saphir. Let's go. 520. So, komm, Link. Kletter hoch. Wir geben 20 Rupien aus. 50. Und bekommen 520 zurück. So, jetzt noch die Diamanten schön verkaufen für 1000. Läuft bei uns. Ja, das war's. Ja. Wie immer. So, Job ist ausverkauft. Autsch. Schade. So. Oh, Dreck. Hier gibt es noch... Was? Hä? Was war das jetzt? Boys Love. Das war das? Okay. Woodkun und Pavi. Aha. Machen Boys Love, ja. Nicht ins Bett, es ist Partytime, sagt der Alex. Hast du schon Wochenende, Alex? Ah ne, du bist krank, ne? Alex hat bestimmt wieder Wochenende. Ich glaube, Alex, ne? Ist krank. So. Da kannst du übrigens einen Hammer nehmen, ne? Ist halt Berg abbauen und so. Sanko. Na, ich habe aber keinen Hammer. Ach so. Wie soll ich einen Hammer nehmen, wenn ich keinen Hammer habe, du Ach Nase? Ach so. Energy und dann geht die Party ab. Ich habe Energy. Ich auch. Hier trinke ich gerade. Gun und Pferd ist in der Nähe von Strand. Trink hier Monster Punch. Oh, Punch Monster? Ja, das Pferd ist hässlich, ne? Ich habe auch Energy getrunken und jetzt habe ich irgendwie so leichtes Zittern. Ach, da ist ja sogar eine Fee, die habe ich gar nicht gesehen. Kennst du das, wenn du zu viel Energy trinkst, dass du dann so ganz komisch, so, als wenn du gleich umkippst? Mhm. Ja, habe ich jetzt auch. Aber ich kann zum Glück nicht umkippen, weil ich sitze. Okay, ich habe die Fee eingesammelt. Nice. Die Fee gar nicht gesehen. Wusstest du, dass es da eine Fee gibt? Was? Ja. Musst dir anschleichen, sonst ist sie weg. Ich hab die doch. Ja, und jetzt bist du unsterblich übrigens mit der Fee. Also wenn du stirbst, wirst du mit der Fee wiederbelebt, ne? Ja, ach nee. Ich hab noch nie Zelda gespielt. Und jetzt ist es Easy Mode für Anfänger halt, ne? Warum hast du mir das die Folgen dreimal nicht gesagt, dass es hier eine Fee gibt? In jeder Welt davon gibt's eine Fee. Und die Welt kommt noch dreimal oder so. Ich weiß nicht, wie oft die schon bei dir kam. Ne, wenn du so mitzählst, auch schon dreimal, aber es ist echt bisher immer die erste. Oh. Edelwild. Edelwild. Edelfee. Edelwild. Hä, was denn? Warni braucht Hilfe. Wieso?
Weiß ich nicht. Oh, ich muss voll auf Toilette gerade. Echt? Und ich muss, ich hab Hunger. Mir ist schwindelig. Okay, warum? Keine Ahnung. Du kannst aus der Fee einen Feetrank machen, ne? Nur so. Was ist ein Feetrank? Hä? Na, so ein Bottich nehmen und dann die Fee reinhauen. Oh nein! Scheiße. Ja, doch. Nee. Ich Doch. hab Kochen gedrückt und der hat's daneben geworfen. Die wollen Nudes von mir. Okay. Ist Gibt's aber, jetzt. das ist aber illegal, Leute. Sie ist noch nicht 18. Aha. Oder so. Geh mal an dein Telefon, schreibt meine Freundin. Ja. Okay. Dann kann ich Wieso? auch schnell mal auf Toilette gehen. Hä? Wie? Was? Ne, ich bin mal schnell auf Toilette. Was? Was? So, mein Schreindetektor ist übrigens nicht mehr an. Ich check's nicht. Hä? Der war doch. Eben hat er noch gepiept, oder? Habe ich mir das eingebildet. Ey, ihr seid so krank, Leute. Boah, Feuer. Ist das ein Hinweis, dass hier ein Schrein ist? Beugen und strecken. Du hast doch die Schneidklippen bezwungen, oder? Der vierte Bruder von den Schneidklippen. Das hier ist unsere altehrwürdige Abhärtungsarena. Hier findest du Ausdauerhärtetests statt. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden. Deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Okay. Alles klar. Machen wir mit beim Ausdauer-Härte-Hitzetest. Wenn du so weit bist, kletter in die Arena. Dann kann das Ausdauer-Härte-Hitzetest beginnen. So. Boah. Oh, es ist warm hier drin, ey. Ja. Ich muss jetzt irgendwie so ein Hörnchen hier essen. Na, guten Appetit. Nein, ist mir heiß. Warte. Ich sterbe. So, jetzt geht's weiter. Wup, Jetzt geht's weiter. der Brownie stirbt. Ich muss, glaube ich, Feuerdings nehmen, oder? Um die Hitze zu. Nee. Ist, glaube ich, völlig egal, was ich anhabe, wa? Bei dem Härte-Hitzetest. Weiß ich nicht. Noch nie gemacht. Was muss ich überhaupt machen? Ach so, ich muss am längsten hier drauf bleiben. So, der eine ist schon umgekippt. Okay. Der zweite ist auch schon umgekippt für Hitze. Bist du denn da? Alle umgekippt. Wo bist du denn da? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Huhuhu. Habt ihr euch abgesprochen mit dem roten Shirt? Nee, wieso? Der Brownie merkt, wir haben beide ein rotes Shirt an. Hä, wir haben uns abgesprochen, du weißt es doch. Nee, ich wusste nicht, dass du ein Kennst du rotes das Shirt nicht, wenn anziehst. man so dicht mit, was mache ich jetzt für ein. Wenn man so ist, ja, so, Ach dann so. versteht man sich halt über, Nein. ja, was wollte ich sagen? Man versteht sich blind. Ne? Ach so. Dir. Wenn man so dicke ist wie wir, dann muss man nicht miteinander reden. Das geht dann alles über Psi-Kräfte. Gedankenkraft. Von hier bis dort. So, da ist der Dove.
Genau, über Gedankenkraft hast du nämlich heute Morgen gesagt, ich soll mir was Rotes anziehen. Okay. Wusste ich gar nicht. Ey. Oh. Das hat nicht funktioniert. Oh, hier gibt's einen Pfeil. Bams, okay, der ist dadurch tot. So. Ih, was ist denn das? So, nochmal die doofe Route. Ach, meine Güte. Was ist hier bloß los? Was ist mit dem Brownie los? Huhu, Chrissy. Was wollte sie eigentlich bei dir? Hm? Sie hat dich doch angerufen. Auf Klo. Ja, ich soll sie abholen. Was hast du gesagt? Ja, wenn ich das nächste Mal sterbe. Wo ist sie denn? Oh, ich brenne. Ich ist. Ach so. Ich brenne. Wie sei furchtlos. Leute, was soll das? Meine Seele brennt. Mann, nein, ey, wegen dir. Eigentlich brenne nur ich. Scheiß das. Ja, ich brenne, siehst du das nicht? Dreck, ey. Oh, eine andere Waffe. Was mache ich da? Scheiße. Nein, lass mich. Oh, Mann. Oh, ich glaube, ich muss irgendwie so einen Feuertrank nehmen. Fällt mir aber früh ein. Okay. Ist der denn da gestattet? Weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt meckern die jetzt. Oh, das, jetzt ist easy. Jetzt kann mir nichts passieren. Und die sehen das nicht. Die haben es nicht gemerkt. Ich bin unbesiegbar. Oh. Ist das Feuer erlischt? Was? Der hat die Lanze geworfen. Der Trickpenner, ey. Ach so, morgen ist übrigens Freitag und Chrissy fragt, ob ich morgen vorbeikommen soll. Aber morgen ist doch... Was war Freitag? Freitag war Minecraft, wa? Nee, Mittwoch ist Minecraft. Hä? War nicht Freitag Minecraft immer? Nee. Sagst du jetzt nur, weil Mittwoch schon war und kein Bock hast? Nee, ich wollte gestern mit dir Minecraft spielen. Und warst du da? Ich war da. Nee, du hast gesagt, und du bist so krank. Minecraft ist Freitag immer. Bis 4 Uhr nachts. Nee, ab jetzt ist es Mittwoch. Also wir können gerne morgen auch Minecraft spielen. Habe ich nichts dagegen. Was? Ja? Chrissy hat Seitenwind? Fällst du gleich nach links oder was? Ja. Ich soll sie abholen. Ich soll sie abholen und mal sehen. Ich schaff das hier wahrscheinlich wieder nicht, ey, weil ich zu blöd bin. Chrissy hat Seitenwind. Donnerpfeile wären jetzt geiler, ey. So, ach, Freitag und Samstag komme ich vorbei. Haben wir besprochen. Okay. Wo ist denn jetzt der Deckel? Jetzt habe ich kein Essen mehr und kein Trinken mehr. Das heißt, ich muss langsam den Stream ausmachen. Wobei. Bist du sicher? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yuni Shi. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Den Scheiß habe ich immer übersprungen. Immer. Mhm. Du Cheater. Gut, das ist noch ein Cheater. Ja, springe ist Cheaten. Nee, überspringen. So, was ist denn das jetzt hier? Was muss ich denn hier machen? Scheiße. Oh, ich habe jetzt voll Hunger auf Käse. Bin ich schwanger? Was? Ja. Verstehe. Hä? Ich muss das Ding bewegen. Ih. Beweg dein Ding. So. Boah. Ach da. Ich mag Pilze. Ich auch. Lecker Pilze. Was?
Komm her. Ich kann hier nicht zielen. Ich bin ja doof. Ich krieg hier die perfekte Waffe für eigentlich für den nächsten Raum. Ich benutze sie nicht. So. Ach, ich muss das Ding hier so hinstellen, dass es überall hin verwahrt. Okay. Ich mag euch. Ich mag Züge. Ich mag euch auch. Trotzdem. Das geht aber nicht. Hä? Was geht nicht? So. Das geht nicht. Jetzt muss ich überlegen, wo ich dieses Ding hinstellen muss. Ah, ich verstehe. Nein, der hat mich erwischt. Strick. Und den anderen Essen hier. Niemand mag's. Ich mag dich auch und niemand mag. Mann, die sind doch schon la. Niemand mag Sanko. Ist aber gemein. Mann, die schummeln doch. Deine Tonlage war gerade so knuffig, Sanko. Oh, Chrissy mag Sanko. Siehst du, Sanko, hast ja doch jemanden gefunden, der dich mag. Siehst du, kannst mal sehen. Ach du Scheiße. Und alle mögen Vani. Wieso bin ich eigentlich nackt? Wieso sagt mir das keiner? Hm? Oh, Pavisan liebt Sanko. Hey, nice. Hashtag true homo. Nein! Och, der ist doch ein alter Behindi, ey. Sanko ist ein alter Behindi. Ja. Hä, wie kriege ich denn den jetzt da hoch? Weiß einer, wie ich den hochkriege? Bin tot gleich wieder. Ach, bin ich gestorben. Ich schaff die nicht, ey. Ich schaff die nicht. Du kannst mir nicht sagen, dass du gegen zwei Schwarze leichtes Spiel hattest. Kannst du mir nicht erklären. Hä? Die, ach, die bist du. Das ist gar, das ist doch easy. Da sind doch gegen überall. Da sind doch überall so eine Dinger. Überall so eine Dinger was? Na, Waffen und so. Du müsstest an der Stelle schon richtig gute Waffen haben. Hab ich aber nicht. Und du kannst die immer einfach abknallen und so. Also nicht abknallen, sondern du hast doch da Waffen. Hast du die Kisten alle schon aufgemacht? Da müssten überall Kisten sein und so. Überall Kisten, ja. Ich kann nicht während des Kämpfens mich um Kisten aufmachen kümmern. Das funktioniert nicht. Oh, Mann. Oh, Todd, das ist schön. So, jetzt aber. So. Okay. Wir haben. Irgendwas ist mit meinem Stream passiert. Zumindest. Bei mir lokal. Mann, hör doch mal auf, dich hinzuhocken, du Dussel. Nö. Oh, das ist wieder so eine Mission, wo man alles anzünden muss. Geht aber nicht. Weil hier doofes Wasser ist. Toll. Was passiert hier? Ah, das eine geht wenigstens nach unten. Nein, hat er mich erwischt. Dreck, sagt der. Oh, sag nicht, ich muss hier Stasis benutzen. Next is down. So. Das ist der Gegner. Aua. Da ist der Gegner.
Ich habe mich mit der Bombe selbst getötet? Natürlich, sowas geht. Was? So viel Schaden macht eine Bombe? Ach so, ja, ich bin nackt gewesen. Ja, siehst du? Und sowas, durch sowas bin ich gestorben halt, weißt du? Ah. Schon mehrere Male. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ja. Und jetzt habe ich alle Zuschauer verloren. Frag mal Sanko, der soll ehrlich antworten. Weißt du? Sollst du mich einfach ich. Was? Aha. Du Homo. Aha. Du Homo. Weiß ich auch nicht, was du antworten sollst. Jetzt drehen wir das Ding einmal rum. Bäm, Leute. Controller einmal gedreht um ihre ganze Achse. Hashtag no Deutsch. No Deutsch. No Deutsch. So, jetzt machen wir das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das nächste schaffen soll. Was? Du meinst die harte Prüfung? Nee, den nächsten Raum mit nur einem Herz. Ja, weil, wie gesagt, ne, das ist Anfänger. Ja, also kannst du mir ja nicht erzählen, dass du da so locker easy durchgekommen bist. Kannst du nicht erzählen. So. Also, nee, kannst du nicht erzählen. Also fortgeschritten und Profi wirst du wahrscheinlich dann nicht schaffen. Aber ich schaffe auch nicht fortgeschritten. Ey, du laberst einen Scheiß. Nein, ich schaffe nicht fortgeschritten. Da bin ich schon, wie gesagt, in Welt 3 gestorben. Und du meintest doch, das sei irgendwie ganz leicht. Also es sah leicht aus. Ja, das, und du schaffst nicht mal Anfänger. Wie? Da sind 5000 Monster, die alle auf einen schießen, Sanko. Und One-Hit und du bist tot. Was sah daran leicht aus? Hm? Ich glaub dir nicht. Hab da nicht zugehört. Ich weiß nicht. Das sah halt, wie gesagt, leicht aus. Ja, dein sieht aber richtig leicht aus, ne? Sieht richtig leicht aus. So, hier muss ich wahrscheinlich irgendwie... Hä? So lange hält es aber nicht. Das hält nicht lang genug. Wie soll ich denn hier alles anzünden? Okay, der trifft nicht. Nicht. Hä, aber warum ist der jetzt nicht gestorben? Das war ja fies. So, Pavi fragt, ob der Sanko ihn liebt. Ich glaube, Sanko liebt dich nicht, Pavi. Hm, vielleicht. Verrate ich nicht. Liebes Geheimnis. Nein, der liebt dich nicht. Oh. Er liebt dich nicht. Bäm. Okay. Haha. Cheetah. Okay, das wird hier richtig übel. Oh, oh. Oh, hier ist ein Pfeil. Nein. Ist irgendein Grund. Hä? Geht das Feuer nicht an? Ach, es geht auch wieder aus. Wieder tot oder was? Ne, ich hatte doch nur noch ein Herz und ich bin jetzt ersoffen und habe das eine Herz verloren. So, ich höre jetzt auf. Das bringt heute nichts mehr. Reg mich nur auf darüber. Schatz, frag doch nicht so eine komischen Fragen. Klar liebe ich dich. Genau, driftet. Sagt es schon. So, Schatz, jetzt komme ich dich abholen. Ich bin gestorben. Ich beende meinen Stream vorher. Sanko ist tot, er kommt. Das war scheiße. Bei mir läuft es übrigens besser. Ich habe jetzt inzwischen 50 Millionen Schreide gemacht. So viel gibt's gar nicht im Spiel. Aber ich glaube dir trotzdem nicht, dass du es beim zweiten Mal gepackt hast, 100 Pro. Ja, und Chrissy glaubt ja auch nicht. Doch, ich habe. Nee, warte. Also ein. Ja, doch. Ich glaube, ich bin auch zweimal gestorben, Sanko. Ich habe es, glaube ich, auch dreimal machen müssen. Oder, ach nee. Irgendwann musste ich ausmachen und ich habe mich dann geärgert, dass es nicht gespeichert hat. Man kann nämlich von vorne anfangen musstest, genau, ne? Man kann nämlich komplett nicht speichern. Ja, ja, das weiß ich. Aber es wäre ja auch zu leicht, sonst könntest du ja nach jedem Level abspeichern. Mhm. Und neue Kraft tanken. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Okay, und Chrissy glaubt dir nicht, dass du sie liebst.
Alter. Hashtag Love Story. Hm. Oh, was passiert hier? Achso. Na, ich habe noch lange nicht alle Schreine. Hast du schon alle Schreine? Nö, noch lange nicht. Ja, hab ich doch gerade. Ich hab grad mal, wie viel Prozent hast denn du schon vom Spiel? 20 oder 15. Zeig mal. Immer dieser Schwanzvergleich. Ich will bloß wissen, ob du halt schon weiter bist oder nicht. 21,25. Okay, ich habe nur 2% mehr als du. Das ist jetzt nicht so viel. Liegt nur an Schreine und an Dings, ne? Und Crocs, genau. Mehr Crocs habe ich nur 50 oder sowas. Und Schreine, wie du siehst, fehlen mir noch ganz viele. Ja. Also hier überall da, wo Sterne sind, sind Schreine, glaube ich. So, Leute, aber ich mache meinen Stream für heute Abend aus. Wir sehen uns ein andermal wieder. Wenn es wieder heißt, ja, los auf eine neue Runde. Ich habe darauf keinen Bock. Ja. Die Tu, sage ich nur, ich schließe mich da an. Ich werde jetzt auch heftig, aber sicher Schluss machen. Vielleicht spiele ich es morgen mal in der Bahn und guck, wie weit ich komme. Da habe ich bestimmt mehr Ruhe. In der Bahn hast du eine super Ruhe, Leute. Mann. Aber hallo, natürlich. Sowas von. Natürlich habe ich mehr Anfeuerer. Mehr Anführer? Anfeuerer, da gibt es mehr Leute, die mich anfeuern. Zwei Leute? Mehr Leute, habe ich gesagt. Ein Meer aus Leuten. So, alles klar. Für alle, die noch keinen Daumen nach oben da gelassen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Genau, lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder lasst ein Abo da, wenn das nicht schon gemacht habt. Und ich ziehe mir jetzt wieder meine Straßenhose an. Und du meinst, ziehst du jetzt überhaupt eine Hose an, ne? Ich hab eine Hose an. Ja, eine Überhose meine ich, keine Unterhose. Ich hab eine Jogginghose an. Kann ja auch hinjoggen, gucke. Jogginghose, da glaubst du mir nicht. Okay. Stehst du auch, genau, auch mal für mich auf, Brownie? Ja, dann stoße ich mir den Kopf, weil genau über mir ist die Decke. Also das sieht man jetzt nicht, aber okay, hier ist die Decke. Ich bin weg für heute. Ciao. Genau. Ich wünsche euch auch allen einen schönen guten Abend, gute Nacht und kommt gut in den Freitag rein. Und anschließend ist ja zum Glück endlich Wochenende. Ich bin nie der, der eine Hose trägt. Genau, Pavi, du hast mich geschaut. Und der Sanku, der furzt hier noch schön im Stream. Sanku, wir sind noch live. Tut mir leid, ich hab nicht noch nicht ausgemacht. Idiot. Aber jetzt mache ich aus. So hört es sich übrigens an, wenn Sanku offline geht. Dann lässt er erstmal die ganze Luft von den letzten 2 Stunden raus. Ich hab nur Pfff gemacht in den Mund, du Idiot. Genau, also Leute, tschüss und bis morgen.